So, hallo, 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 ich bin's Alechte, hallo, hallo, kurz Musik leiser machen, danke, hallo, so. Ja, dann grüßen wir alle, die schon heil geschrieben haben oder es noch tun werden. Wir werden heute wieder Essen spielen, als übliche. Wir werden auf jeden Fall die Kopfstrecke, die ich im letzten Video, angefangen habe auszubauen. Wenn wir jetzt mal heute finishen, glaube ich, das wird, glaube ich, hinkommen. Wir werden den Stream nur bis 18 Uhr machen. Boah, 18, 18.30 circa, da ich momentan noch an einem an dem Weihnachtsspiel bin, weil ich eigentlich dachte, das wird heute fertig, aber weil da wieder kleine Problemchen auftauchen, hat sich das dann doch ein bisschen, der Hebel verschoben. Aber, was ich sagen kann, ich bin einfach keinen Knopf rumgatte, was ich sagen kann, wenn das heute das zum allerersten Mal, was ganz speziell ist, funktioniert auch noch zur Hälfte, weil, wie gesagt, alles kurz auf schnell gemacht wurde. Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich. Es ist einfach nur super toll. Und ich mache jetzt kurz nämlich hier die Sachen fertig. Wenn ich sie finden könnte. Nein, das war's nicht. Und dann werden wir uns da erstmal alle treffen. Und wenn wir uns da getroffen haben, dann werden wir zu Essen drüber switchen, denn ich wollte es euch kurz zeigen, deswegen, das muss ich euch zeigen. Und dann werden wir, wie gesagt, nach Essen drüber huschen. So, wenn jetzt mal jetzt alles mal nach Punkt und Strich und Faden laufen würde, wenn ich das hier einstellen dürfte. Hallo, danke. Dann gucken wir, was jetzt der richtige Knopf. Ja, das war der richtige Knopf. Ja, dann werden wir das machen. So, wie gesagt, es sieht noch sehr mager aus, eventuell ein bisschen, naja, aber ich kann euch sagen, das wird in der Zukunft noch richtig, richtig super. So, So, wie gesagt, das ist jetzt soweit fertig. Das heißt, wir müssen es nur noch hier kurz da, wo ich rein, genau. Also, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Also, es wird schon funktionieren. Sagen wir es mal so. So. Safe. Da wird noch mehr dazukommen. Aber bis jetzt, werden wir es erstmal auf dem Punkt lassen. Wie gesagt, sieht noch ein bisschen mau-mau aus, aber so. Ich mach's mal kurz public und dann gehen wir da alle. Ja, okay. Gehen wir da alle rein, wenn ich den Public-Knopf jetzt finden dürfte. Danke. Eventuell. Ja, auf jeden Fall verkehrt. Cancel, danke. Mal gerade ein bisschen hier am Struggeln. Klaus, das habe ich schon gesehen. Ich habe da schon die Shades fertig gemacht, weil das ging so schnell. Also ich muss sagen, das war echt sehr schnell. Habe ich echt nicht gedacht, dass das wirklich so schnell durchgeht, das Raid Player 2. Aber okay. So. Jetzt könnt ihr in der Team Pharos-Gruppe was ganz Spezielles sehen. Ich sehe es gerade nicht. Oh Mann, das ist super. Ja gut, das muss ich ein bisschen einstellen anscheinend. Funktioniert gerade super nicht. Machen wir es anders. Ich werde jetzt in die Team-Fahr-Aus-Gruppe im Shoutout einen Link reinposten. Obwohl, komm, ich mach's mal anders. Ich schick's hier rein, das heißt, die Mobile-Player können irgendwie rein. Ich muss gucken, sonst folgt mir einfach. An die ganzen Mobile-Player, die jetzt nicht irgendwie über die Links-Sache durchkommen, folgt mir einfach gleich auf Roblox. Ich sehe gerade, das ist... Geht immer noch nicht. Das ist jetzt sehr confused. Und das jetzt hier gerade nicht geht. Nur kurz gucken, warum das jetzt nicht angezeigt wird. Das ist ein bisschen belastend. Ah, da, gefunden. So, jetzt müsste es doch. Ah, jetzt ist es da. Okay. Aber das ist eigentlich schon eingestellt. Warum geht's jetzt? Oh, ich krieg's kotzen mit wieder hier allem, ne? Einfach nur doof. Weißt du, dass in der Lobby, wenn du rechts vom Portal gehst, eine Höhle ist, wenn du durch das Eastern-Portal auf deiner Insel gehst? Auf meiner Eastern, oder wie? Public, ist doch public, hä? Meinst du jetzt auf meiner Insel? Oder meinst du jetzt auf der Main-Insel?
Das würde mich kurz interessieren, was du mit meinst. Ah, ich hab's noch nicht verpasst. Hey. Mal zurück. So, jetzt geht's. Jetzt noch kurz Gruppe gucken. Und jetzt müsste es funktionieren. Na, gucken. Und funkt es? Okay, ich weiß nicht, warum es anzeigt, aber es funktioniert auf jeden Fall. Das heißt, ja, okay, ich weiß, warum es nicht funktioniert, warum es angezeigt wird, aber egal. Nämlich, wir haben jetzt in der Roblox-Gruppe, haben wir jetzt einen, Hangout. Ich geh mal kurz rein. Ah, vergessen, den zu publishen. Hä, hey, warte mal kurz. Ich hab da, glaube ich, was vergessen. Weil jetzt, wenn ihr in die Gruppe reingeht, dann landet ihr mit mir auf einer Empty Base Space. Auch sehr cool. Ja, warte, ich hab's vergessen zu publishen. So. Jetzt ist auch gepublished worden. Das heißt, einmal noch Shutdown und dann wird es jetzt funktionieren. So, warte mal kurz. Genau. Und jetzt müsste es eigentlich auftauchen. So, reconnecte gerade. Braucht wieder ein halbes Jahrhundert wieder, aber auch cool. Oh. Da muss man noch kurz schon was editieren. Ich hab da was, Och man, es ist gerade momentan echt zum Kotzen mit Roblox Studio. Der macht immer zwei Places auf. Das ist. Echt doof. Nochmal publishen. So. Published Roblox. Und jetzt muss ich euch nochmal runterschmeißen kurz. Heute ist wieder ein bisschen chaotischer Livestream, muss man sagen. Achso, sieht man das immer noch nicht? Ah, warte, Screens noch drüber. Okay. Leute, man hat gerade gar nichts gesehen. Auch wieder mal Big Brain Move hier unterwegs. Ja, wie gesagt, das ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber das habe ich gerade alles schnell gemacht, weil momentan zeitlich wirklich ist alles eng. So. Reconnecten. Netzer kann ich jetzt noch kurz den Wartescreen wegmachen. Hallo, da ist er. Ja. Da ist noch nichts Neues. Das Update kommt erst, Dings. Nächste Woche kommt das. So, jetzt ist es auch besser. Weil, die wollen sich jetzt noch um Exploiter-Patches kümmern. So, jetzt sind wir eigentlich auch angekommen, ohne irgendwelche Problemchen oder sonstiges. Ich finde jetzt auch alles so, wie es sein soll. Jetzt fragt euch sicherlich, wofür habe ich das jetzt erstellt oder wofür die ganze Mühe gegeben. Ganz einfach. Erstmal ist es eine Insel, also ein bisschen so auf Island angelehnt, so kann man sagen, ne? Aber, wisst ihr noch, wo ich geredet habe mit den Avatars bewerten und so ein Kram? Und diese als Video-Idea? Das können wir jetzt hier, so gesehen, können wir das jetzt machen. Wir können jetzt, offiziell können wir jetzt hier in dieser Area, können wir dann halt uns so hinstellen. So. Und dann können wir hier die Avatars bewerten. Das Coole ist, an diesem Place, insgesamt können auf einen Server 700 Leute drauf. Das heißt, falls wir mal wirklich groß werden und die ganze Insel von Menschen überspült wird, dann passen insgesamt 700 Leute drauf. Das ist doch richtig cool. Und, ja. Die Teile hier, die funktionieren noch nicht ganz richtig. Da, wie gesagt, kann ich hier drauf drücken. Da wird nichts passieren. Deswegen, ihr könnt die euch anziehen zum Testen. Ja, das stimmt. Ich kann mir zum Beispiel den anziehen zum Testen. Das heißt, ihr könnt es hier schon mal auf jeden Fall im Spiel testen. Aber, bis jetzt erstmal wird hier, ja, die Hälfte nur funktionieren. Das mal so.
Aber wie gesagt, ja. So. Jetzt machen wir mal kurz hier noch den Anruf tätigen. In der Hoffnung, dass der junge Herr annimmt. Was er natürlich nicht tut gerade wieder, weil er auch beschäftigt ist. Auch ein sehr Big Brain. Hat es der Kerl auch mal geschafft? Ja, ja. Warum ist man so laut so, Alter? Warum ich so laut bin? Ja, mach's auf 80 Stellen, so. Weil ich wichtig bin. Ah. Erstmal hier mit deinem Playstation wieder flexen. Ja, normal. Das ist, dafür ist das doch da, hör mal. Naja, aber so schön ist er jetzt nicht, ne? Doch, das ist schön. Nee, aber das, weil der Sinn dahinter ist, was ich eventuell machen will. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Kann man, obwohl das geht, glaube ich, schlecht. Man kann Leute nicht auf den VIP-Server teleportieren oder sonstiges. Aber wir könnten rein logischerweise, könnten wir alle auf einen Essence-Server uns teleportieren lassen. Wie ich das mit den Admin-Rechten hier auch eingestellt habe, richtig. Deswegen, das war gerade drin, aber da war was noch nicht richtig eingestellt. Deswegen habe ich das mal rausgelassen. Und ja, wie gesagt, das wird dann auch hier, wenn dann auch Events stattfinden. Momentan ist noch alles gefühlt in normaler Frühlingsstimmung. Also dann auch in Winterstimmung dann umgebaut. Aber bis ich das Spiel fertig habe, das eine dann, ja. Keine Frage, wozu brauchst du Copper? Das Copper brauche ich für die Bronze Copper, Bronze Iron Ingots. Gold Bronze. Ich weiß auch nicht, ausspricht. Ich habe da schon wieder ein. Deutsch lernt Yoda. Ja, genau, Deutsch lernt Yoda. So. Mhm. Aber ich würde sagen, wir switchen jetzt mal kurz rüber. In Isarlande. Isarland. Ursuland. Wir werden auf einen Public-Server gehen. Das heißt, einmal kurz rüber. Luisa zum Mitspielen einfach ausruhen, soll ich mitspielen? Müssen wir halt dann einfach nur nachjoinen. So. Dann bist du auch dabei. Xerox war auch in deinem Place. Tada! Das. So, einmal kurz ein Match reingucken. Wie heißt das Game? Was meinst du, Leon? Das Game ist, was wir gerade haben, oder das Game, was wir jetzt spielen? So, machen wir kurz mal eine Publish Island. Ja, Leute. So. Publish Island wird gerade gepublished. Ah ja. Auf der Main Island, wenn du auf die Burg guckst, dann links und. Was? Links und in den. Achso, ja, doch, ja, Jonas, das weiß ich. Da diese. Mit dieser Pflanze, sag mal, dazu, diesem Baumstamm. Das weiß ich, dass es existiert. So. Dann, wie gesagt, packe ich das mal kurz jetzt den Code wieder in die Roblox Servergruppe. Was ihr gerade hattet. Das war der Pharos Hangout. Den gibt's jetzt auch immer noch auf dem Team Pharos. Gibt's den als Games. Kannst ihn finden. Einfach in die Gruppe Team Pharos und dann kannst du das schon alles finden. So, ich muss aber einmal kurz mal in die Welt rein, weil sonst der Code hier nicht funktioniert. Kein Plan, warum das so ist. Oh, wir brauchen ja keine Pub... Oder brauchen wir eine Publish Island? Da war doch irgendwas. Nee, ach stimmt, wir brauchen ja keine Publish Island. Bin doof. Obwohl, eigentlich könnten wir eine gut gebrauchen für die mehreren Menschen. Ja, wir gucken mal. Ist halt ein bisschen doof mit dem Code immer. So. Geht nicht diese. So, ist es jetzt eine nicht published? Okay. Wir sehen uns nochmal, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann machen wir auf Standard wie immer. Ja, noch einmal einen Versuch geben. Jetzt müsste da funktionieren. Oh Gott. Verstoria, danke für dein Abo, willkommen im Stream. So.
Ist gerade ein bisschen schwer, aber passt schon. Und jetzt haben wir nicht den Code. Okay, wir versuchen es einmal mit dem Code. Kurz kleiner schieben, weil ich keinen zweiten Monitor habe, lul. Aha. Ja, passiert schon mal. Stell dir vor, du hast keinen zweiten Monitor. Aber streamst dann. 2020, ja. So. Dann einmal den Code rein. Ja, ich hoffe, dass der Code funktionieren müsste, aber eigentlich. Laut Island. So. Servercode ist jetzt da, das heißt, ihr könnt jetzt auch alle drauf joinen, auch für die ganzen Mobile-User. Ich glaube, dein Streambild hat sich verschoben. Ja, weil es mal kurz kleiner gemacht habe. Das ist der Delay. Achso. Lol. Kannst du bitte auf deinen VIP-Server gehen? Warte schon auf dich, bitte. Ja, ich gehe auf VIP-Server nicht deswegen, weil erstens dann leckt es wieder wie die Hölle, wenn da alle mit ihren fetten Basen drauf gehen. Und zweitens, das wird echt, also dann habe ich, dann also geht mir echt die Motivation flöten, Ethan zu streamen, wenn das alles so leckt halt. Aber das hat nicht. Das war nicht mein PC, ist ja Islands Performance schuld. So, einmal kurz. Könnte ich hier nochmal was abgreifen? Nee. Weil bei dir steht nochmal die Roblox Battle Ding, der Typ an dem Ding. Wie, hä? Ja, bei mir steht dieser Roblox Battles Typ schon wieder am Portal. Bei dir aber. Achso, der! Moin, dir gült. Ja, dann hast du ihn nicht fertig gemacht. Doch. Ja, weiß auch nicht rum. Also auf meiner Insel ist er nicht mehr. Ich hab dir ja schon die Trophäe. Ja, bei mir ist er nicht da. Von daher ganz komisch. Bugged. So, was will ich machen? Wir wollten das Teil weiter ausbauen. Das habe ich am letzten Video, wie gesagt, schon hier unten befestigt. Da sieht man ja die große, große Brücke. Das heißt, wir werden heute auf jeden Fall irgendwie eine Brücke bauen. Ich mal gucken, ich bin ja Minecraft-Profi, deswegen werde ich auch sicherlich das hinkriegen. Langsam Mobs kloppen. Genau. So. Oh. Das heißt, wir werden jetzt mal kurz hier den berüchtigten Fahrausweg bauen. Das heißt, wir brauchen Gravel noch. Dann brauchen wir Stone. Und dann brauchen wir Brickstones. Das Schenk ist sehr laut. Oh Mann, hier sind so viele wieder. So. Ich dachte gerade schon, Alter. Ich dachte, die Musik übersteuert die ganze Zeit, aber dann ist mir eingefallen, das ist deine Stimme einfach, wenn du halt dann redest. Okay, das finde ich jetzt aber sehr frech. Nein, nicht übersteuert, sondern weil der Pegel dann immer hochgegangen ist, dann dachte ich so, die Musik ist so laut, aber es ist ja, wenn du redest, lol. Ah, Lost. Ja. Ich stehe auch mal kurz ein bisschen runter. Ich habe gesehen, dass du ein bisschen dominierst gerade, so. Ich dominiere immer, ich spiele Domino. So, dann machen wir das Gras hier nochmal fertig. Zack. Und dann noch hier im Block. So, dann haben wir jetzt hier schon mal so ansatzweise wieder gesmooth, weil wir werden ja dann den Übergang machen, ansatzweise. Ja, das wird lustig auf jeden Fall. Kannst du einen Wunschbaum bauen? Meinst du einen Wunsch? Ah, was? Meinst du einen Wunschbaum bauen oder meinst du einen Weihnachtsbaum bauen? Alle sind bei dir, weil du der beste YouTuber bist. Danke, danke. Ja, das stimmt natürlich, ne? Nee, alle sind bei mir. Was. Wo bist du denn überhaupt eigentlich? Bist gar nicht bei mir. Nee, ich will Mobs töten. Skorpione. Ach so. So. Und wie gesagt, da wir jetzt die Obby haben, die Obby sag ich schon, da wir ja jetzt das Place haben, werden wir dann noch in der Zukunft da dann auch Skin bewerten machen. Oder ich muss erraten, wie viel euer Skin wert ist, ohne jetzt in den Katalog zu gucken. Der Server lag irgendwie komischerweise. Okay. So, wir haben jetzt hier 4, 5, 6. Das heißt, wir gehen ein weiter hoch. Wir brauchen goldenen Skorpion, Junge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irgendwie. Oh Junge, ich sterbe gleich. Wo ist der gute Kuchen? Da ist er ja. Lecker schmecker. So, das heißt, wenn auf jeden Fall. Ich muss gerade gucken, wie hoch wir dürfen eigentlich. Ich habe mir gerade einen. Vielleicht baue ich gleich hoch in die Unendlichkeit, aber alles sieht dann doof aus. Wir haben hier 1, 2, 3, 4. So, mal. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen hier gucken. Wir sind schon hier.
1, 2, 3. Das heißt, wir sind schon fast oben drüber. Das ist, ja, doof. Was können wir das heute mit dem Handel machen? Was genau nochmal, Tyler? Aber wie gesagt, ich bin komplett durch. Da habe ich noch keinen Überblick mehr über die DMs, weil ich noch so viel zu machen habe. Weil ich auf jeden Fall das Game releasen will, das eine. Oh boy. Einer droppt mir einfach die Dalbuck hin. Ich schmeiße den Skorpion in die Fresse und er stirbt. Oh Mann. Oh, danke, danke, danke. Oh, das war ein bisschen mehr. Rip. Danke, danke, Handball-Roman, für das Kaktus-Spike-Sword. Eierhandball-Roman, jetzt gießt mir fremd, oder was? Frech. Genau. Ehre, Ehre. Nein. Haben wir schon mal. Ach ja, by the way, ich hab jetzt die Ehrenmann-Wand fertig gemacht. Das heißt, wir packen jetzt mal kurz den auf die Ehrenmann-Wand. Sign. Warum ich nicht? Ja, sprint mir was Krasses. Nix kriegst du, Junge. Hehe. Ich sprint dir schon genug im Leben. So, wo ist der auf der Liste da? Han. Ne, der wird ja. Jetzt hab ich keine Buffalo-Keys, ja. Handball, genau, das ist der Handball-Roman. Oh Mann. Ich sehe nichts, wenn da eine Bubble in der Chat vor mir ist. Roman unterstrich 9. Wünsche mir auf gut Glück, dass Roblox das nicht taggt. Und perfekt. Hat super funktioniert. Komm, da kommt eine Biene gerade angeflogen. Auch süß. Roll. Was machst du? Wann machst du Ethan bewerten? 17:30. 17:30 machen wir bei Ethan bewerten. Ich möchte dir was geben. Können wir kurz in einen Raum gehen? Allein wäre ich dir es dann trocken. Was? Trocknen kann. Es ist ein bisschen wertvoll. Okay, das hört sich. Okay. Ja, droppen wahrscheinlich. Ach so, droppen. Ja, aber das ist jetzt wer? No Name. Ne, oder? Nee, No Name. Das war Griefer Lion Fighter. Lion Fighter war das. Wo ist Lion Fighter hier in dem. Ah, da. Kann man eigentlich überhaupt das Test Blueprint auf einsetzen? Mhm. Nicht, ne? Also was beim Test Blueprint. Beim Test Blueprint kriegt man ja nichts raus, oder? Wenn man das nutzt. Doch. Also man. Achso, nein, nein, nein. Kriegt man nichts. Nein, nein. Ja. IC. Fake News. IC. Er hat mich hier schon wieder gepinnt. Achso. So. Ach, guck mal, noch ein Schwert. Guck mal, die wollen alle auf die Ehrenwand. Okay, geht's wieder. Machen wir ihn auch auf die Ehrenwand. Wir müssen auch noch mal kurz, hier noch die Schilder noch da. Kriegst von mir so einen Handschlag, wenn es passt. Ein Handschlag, also einen festen, feuchten Händedruck in Corona-Zeiten. Ja, genau. Ja. Und dann hat Corona gesagt, jetzt ist locker von YouTube auf Corona getaggt. Oh nein. Ja. Das egal. Passiert mir auch immer, wenn ich irgendwas, einfach nur irgendwelche News so. Bei mir auf Instagram oder so poste, automatisch Instagram so, ja, die haben irgendwas Corona-related, das wird jetzt markiert als Corona-Info-Resource, bla bla bla. Musik ist gerade so aggressiv wieder mal. Aggressiv. Danke, danke, danke. Das ist, ja, das ist, jetzt habe ich es komplett Overkill wieder durchgezogen mit YouTube. Na, wenn wir sehen, ob mein Analyst nachher gemarkert wird oder nicht. Die haben was mit Corona gesagt. Fake News. Wird schon lustig. So, wie hat einer gesagt, was in der Kiste ist das drin? In der Spendentruhe? Einer oh, von eins vielen? Gold. Ja, was hat denn der? Oh. Der hat ein Kaktusschwert, was? Ja, ja, da war ein Kaktusschwert von irgendeiner hat mir gerade noch ein Kaktusschwert reingeballert. Oh. Nein, nee, ich meine gerade der Spieler hier. Was, wie viel Schaden macht das? Five Claim, hab ich gerade was gesehen. Was ist die Damage of the Kaktusschwert? Oh mein Gott, hier ist so viel Kram wieder drin. Und warum? Es leckt aber wie die Hölle hier im Game wieder mal. So, auch da ist noch ein goldener. Ganz viele Blumentöpfe. Die können wir eventuell für die Brückenverzierung nutzen. Perfekt. Okay, jetzt ist alles leer. Gestorben. So. Den goldenen. Bam, Junge. Ah, yo. Nee. No. Ich hab. Bam, ich bin's, Tim. Oh, Blue. Red Sofa. Ach so, das war ein Rageblade Blueprint, war, dass der da drin war. Da müsste ich jetzt eigentlich. Ah, okay, okay, verstehe. Chill. Oder wo bist du eigentlich überhaupt eigentlich? Ich? Ja. Desert Island. Ich mach hier gerade ein paar Mobs kloppen. Danke, danke, Enfnaf. Danke, danke. Ach, ich brauche noch einen. Mann. Ich habe vor, meine Insel leider zu restarten. Perfekt, hab ihn. So. Ja, Jason, warum? Ich
So. Mal kurz ja, Kommentar gucken. Hallo Duo Gaming. Cactus Sword 40 Damage und Crit 60. Ist das nicht dann so viel wie das Schwert eigentlich? Wie der Hammer eigentlich? Glaube ich. Ja. Der macht doch auch 40. Obwohl, der Hammer macht aber keine 60. Nein, Crit 60. Füßen. Ja, ja, aber der Hammer macht auch keine Crit 60, oder? Doch, 40 später. Ist Maximum bei dem. Testen wir mal später aus. Ah ne, doch, er macht doch 60 Crit. Wenn ich auch auf die Ehrenwand hab, mal viel, was? Habe mal viel dir mal gespendet. Ja, muss ich mal gucken in den Livestreams, dann kann ich das mal verfolgen. Okay, verstehe, Jason. Nice. Ein Lollipop, ui! Auch mal Lollipops, einer Lollipops gespendet, Ehre, Ehre. Lecker schmecker. Oh, Junge. Aber irgendwie leckt das Server unnormal. Ich weiß nicht warum. Die Physik ist so brutal zu hoch auf dem Server. Hm. Ich muss mal vielleicht hier eventuell ein paar Kisten lernen. Jetzt kann ich Kuchen essen. Komm, einen goldenen Skorpion brauchen wir noch. Dann oh mein kann Gott. Ich mir. Oh, der Server ist so lahm. Oh Mann. Guck mal, meine ganzen Kisten sind einfach überfüllt und deswegen stackt sich das wie die Hölle da überall. Dann machen wir es so. Ja. Ja, ich entleere gerade schon qualvoll. Aber bist du gerade auf dem Server? Nee, ne? Bei dir? Ja, ja. Nee, ich bin immer noch in der Desert Island. Ach so, bist du am Farm oder wie? Ja, ja. Ich mache gerade die Missionen weiter, dass ich endlich mal ein Kaktus-Seed bekomme. Ja, müssen wir auch mal auf dem Stream weitermachen, auf jeden Fall. Ich brauche halt noch einen goldenen Skorpion, dann kann ich die Mission abschließen, dann sollte ich mir eigentlich einen Kaktus-Seed kaufen können. Und da spawnt auch schon der goldene Skorpion. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht vorher. Aber ich möchte noch den Blueprint natürlich kriegen, weil Schwerter an sich bringen mir auf schon was. Aber wenn ich das selbst craften kann, lohnt sich es natürlich wesentlich mehr. So, machen wir kurz hier leer. Warum leckt das seit neuestem so extrem? Auch auf Public Servern. Na, Anime-Fan. Oh Mann. Mal kurz gucken. Fahr mit dem Washing Station gegen Smelter. Oh, muss ich mal gucken. Vielleicht, wenn wir das Giveaway machen, dann können wir es machen. Kannst du mir helfen? Bin neu, hab einen neuen Account. Na, kann ich leider nicht, sonst will jeder Hilfe haben. Das ist ein bisschen doof. Okay. Möchte was droppen? Komm mal in deine Berg beim Spawn. Ich mag dich so sehr. Bist cool. Danke, danke. Danke, danke. So, jetzt kann ich meinen Mission-Quest abschließen. Jetzt habe ich 5 Skorpione gefarmt. Goldene. Wo ist noch Alex jetzt der Held? Alex der Held, null. Richtiger Held. So, 8 Sanddollars gibt mir das. Gut, dann kaufe ich mir jetzt. Oh, da ist jetzt so einen fetten Delay irgendwie. Cactus Seed. Bam, Junge. Ich will nichts sagen, aber Cactus Seed zu bekommen ist schon hart schwer. Ah, okay. Ja, ich sag mal so, ich glaube, das war's dann auch mit dem Cactus Seed Farmen. Oh. Ist Max da? Wer ist Max? Kann ich dir nachjoinen? Ja, du kannst eigentlich über mein Profil einfach nachjoinen, beziehungsweise gib es gleich einen Code. Ehre, Ehre. Also, das mit dem Farmen für den Kaktus Blueprint, das hat sich jetzt auch gerade erledigt. Wow. nix kann der Junge selber. Ach man, jetzt bin ich gerade... Bei mir sieht er wenigstens noch Real-Content. Ich erfahre mir alles selber. Ja, hier fahren wir den auch noch, aber... ich habe ihn ja offiziell... Ja. Hör zu. Nee, aber das macht keinen Sinn gerade. Ja, richtig. Siehst du, nichts gibt's hier. Ich bin's, der Noob mit dem Hut. Ah, ja, der Noob mit dem Hut. Wo ist der Noob denn mit dem Hut? Wo ist denn der Noob mit dem Hut? Flying to your island. Ich sehe keinen... Freunde, bleibt aber unser Geheimnis, Heavy. Irgendwo muss hier ein Noob mit dem Hut sein. Aber passt schon. So, dann werden wir jetzt auf jeden Fall den Blueprint einlösen. Erstmal den Blueprint essen. Ja! Oh. Was braucht denn der eigentlich? Mal gucken. So Plow. Was? Nur Kaktusse? Farmen. Okay, doch, wir müssen noch farmen. Das heißt Kakteen, aber es ja, ist. Ja, okay. Kakteen. Mein Gott. Hä? Wie kann ich den Kaktus Samen. Auf pflanzen? Sand. Oh, Junge. Davon brauche ich noch mehr. Das heißt, ich muss mir Sand. Auf jeden Fall für die Zukunft eine Kaktusfarm bauen. Ja, viel Spaß beim Kaktus bekommen. Pharao, wenn jemand helfen soll, was helfen sollst, dann mach das halt offline, dann wissen sie nicht, ob du jemand helfst. Ja, das ist das Ding. Hilfst. Ich hab halt, ja, steht's da gerade. Sorry, so automatisch. Das ist das Ding halt, ne, wenn
ich muss halt das Spiel fertig kriegen und solange ich das halt nicht fertig kriege, habe ich halt echt absolut zero Zeit. Ich habe eine Frage wegen diesem einen Schiffssimulator. Okay. Weil ich heute die. Was? Weil ich heute in die geguckt habe, diese D3, warum funktioniert es nicht? Kann es sein, dass es nicht nur für PC ist? Also ich weiß nicht, was für ein Schiffssimulator du meinst. Meint er vielleicht Fishing-Simulator? Faro Deutsch minus 5. Nee, das steht da wirklich so. Kann es sein, dass es nur für PC ist und so ein Kram oder davor? Warte, ich schau mal da. So. Ah ja, stimmt. Genau. Alex hat mir ja den Blueprint gegeben. Erstmal hier an die Ehrenmannwand hinein sofort. Hoppala. Okay, Duo Gaming, keine Ahnung, was du uns damit sagen willst. Am besten nochmal neu formulieren. Alex, wo ist Alex der Held, wenn ich ihn finden kann auf der Liste? Außer er kommt. Ja, gut. Alex. Gab's nicht so ein Düngerding? Ich glaube, das geht auf Kaktus nicht. Nee, das geht nicht. Das habe ich schon versucht mit Wasser. Weil eigentlich brauchen ja Kakteen nur ein bisschen Wasser. Aber. In Eastern ist es so, da braucht ein Kaktus kein Wasser. Der wächst auch ohne Wasser gut. Okay. Dann soll man schneller wachsen, Junge. Hat man eine Chance, dass es da mehr Seeds rausdroppt? Was ist denn Eastern Code? Der ist in der Roblox-Gruppe. Einfach Ausrufezeichen mitspielen und dann ist schon alles vorgegeben. Hier ist übrigens mein Inselcode, wenn ihr mit joinen wollt. Ja, bitte. Echt, ja? Warum? Ich darf von meinem eigenen Chat sagen, dass sie mir nachjoinen sollen, nicht dir. Naja. Die gucke ich immer nur zu. Das ist doch gut. Bringt mir nichts. Ist doch gut. Nee, bringt mir nichts. Nee. So. Sehe ich nicht. Gehen wir jetzt mal zurück zur Brücke. Ich würde sogar sagen, wir machen jetzt erstmal nur eine Ebene, weil. Das Problem daran ist, wenn ich mich einmal verbaue, darf ich gleich die ganze Brücke wieder abreißen. Weil ich darauf absolut gar keinen Bock habe, wenn wir jetzt erstmal gucken, dass wir es andersweise hinkriegen. Carrots. Will er nicht. Ahorn. Will er nicht. So. Oh, hallo Jason. Willst du gerade deine Kuh mit Ahorn füttern? Ja. Oh Mann. Oh, an der Insel. Leider sind die Kaktus-Swords nichts mehr wert, zu oft gedupt sind. Wäre nichts Neues. Nur noch ungefähr 1 bis 2 Millionen wert. Ja, das ist auch das Ding, wo man halt auch diese Woche kein Update gibt, weil sie genau das verhindern wollen. Weil wo es auch brutale Items gibt und eine Währung, da wird es auch brutale Exploiter geben, die sie ja duplizieren wollen. So. Dann, einmal kurz hier. Wir nehmen jetzt hier 6, das heißt, wir machen nochmal 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen nochmal 6, das heißt 1, 2, 3. Oh fuck, mal kurz, wenn ich verzählt, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Hier geht's dann hoch. Ja, nice. Die Witch-Statue ist auch mal wieder nebengeflogen. am besten, wie gesagt, wenn ihr was geben wollt, immer da hinten in die Truhe reinpacken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und. Smelter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Ich glaube, das passt so. Da kommen wieder Roblox-Störungen. Ja, passiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Das passt sogar. Das kommt sogar gut über. Brücke sieht ein bisschen doof aus dann, aber funktioniert. Ich meine, Dynamic Ship Simulator 3. Ist das nur auch für PC? Das weiß ich nicht, Duo. Da bin ich komplett raus. Das habe ich auch nicht mehr lange gespielt. Nein, es ist das. Nee. Ein Holzblock. Das ist nicht ein Ernst-Game. Ich hasse das Spiel jetzt schon wieder. So, weil wir aber mehr Holzblöcke brauchen, heißt das, wir werden auch natürlich mehr Holz wieder reinpacken. Aber das ist aber lecker. Ich weiß nicht, warum auf einmal Publish eines jetzt so brutal auch noch hinterher lecken. Aber okay. So. Meine cool, mach heil. Dann warten wir mal, bis die Sache alles durchkommt und. Kack. Kuss. Samen. Bam.
Und jetzt haben wir einen Kackfuß. Boah, ja, also. Okay. Muss das erweitern, weil sonst ist es hier in der Gelände. Im Star tut's gerade gar nicht gut, aber okay. Ah. Komm, komm, herzreiche Spenden wieder rein. Dann brauch ich erstmal mein Spielzeug, ne? Dann muss ich mir dich ab. Oh. Aber seit wann legen Publish einen zu? Das ist unnormal krass, das Game einfach. Immer was Neues an Lex. Kommt einfach auf meiner Island, hier leckt's nicht. Ja, du bist auch so unrelevant. Null. Wow. Was können wir einen Privatraum gehen und kurz haben? Habe. Oh, Junge. Auch Test Blueprints und zwei Washing Stations. Ja, wie gesagt, Tyler, das machen wir dann am besten, wenn ich Giveaways mache. Das sind die ganzen Zeit Leute und sammeln das Auto, ich das, was Gruppe oder andere Leute das gerade sammelt, die das Insta drauf. Okay, ich verstehe gerade gar nichts, Line. Versuche mal den Satz nochmal neu zu formulieren, dann könnt ihr es eventuell verstehen, weil ich verstehe gerade wirklich gar nichts. Jason, entweder hast du nicht genug Punkte, um es zu benutzen, oder du hast, oder es ist aktuell Cooldown. Also es, Twitch macht anscheinend auch einen Cooldown, wenn bestimmte Sachen zu oft eingelöst wurden an Sound-Dingern. Da muss man besser warten, ne? So, wurde gerade herzlich gespendet mit Holzblöcken, das heißt, können wir weiterbauen. So. Also eigentlich könntest du mir auch helfen beim Weiterbauen. Ich? Ja. Was soll ich dir da helfen? Zum Beispiel die Brücke, oh Mann, das Game, Alter. Zum Beispiel die Brücke bauen. Wie ist dein Server-Code? Alle sind in der Roblox-Gruppe. Am besten Roblox-Gruppe auschecken. Was für Roblox-Gruppe, Junge? Jetzt schickt mir den Code rüber. Oh Mann, der Server leckt gerade so heftig. Der Roblox-Gruppe. Was für Roblox-Gruppe? Ich glaube, einen VIP-Server zu machen war gar nicht so eine kluge Idee. Ein Publish-Server. Ja. Ich kann nicht vorstellen, dass die ganzen User das zum Laggen bringen. Das wäre ja krank. Machst einmal was Gutes und dann leckt ihr die halbe Server weg. Also ich bin da. Hi. Ach, warte mal, ich habe noch gar meinen FPS-Unlocker gestartet. Habe ich gar nicht. Nope. Ja, würde ich machen. Dann kannst du mehr als 60 FPS haben. Ja, muss ich noch machen irgendwann. Ich bin lieber ein OG, ich spiele auf den Brüchen 60 FPS. Ja, komm. So, jetzt gibt Baurechte, du Bauarbeiter. Hast du Holzfans, also Wooden-Fans? Die Standard-Ones? Ich hab nur Standard-Wood. Und Wood-Fans 4. Dann, warte, geh mal einmal in eine Workbench. Warte, ich geb dir mal kurz, wo bist du? Boah, hello, Graham, danke für dein Twitch-Prime-Sub. Geh mal in die Workbench und mach mal kurz ein paar Wooden-Fances. Wo ist das? Ach, Geld. Geld. Wow. Ich glaube, hello, Graham ist Englisch. Englisch. Thank you for your Twitch Prime Sub. Oh Mann. Also geht's echt gerade nur ein Schneckentempo voran mit dem Bauen. So, ich hier Wooden Fans, ne? Die normalen? Die normalen. Die ganz genau. Birke. Nicht die Birke, die Wooden Playing, Wooden Fans einfach nur. Die Marble Fans. Nein, die Wooden Fans. Wo sind denn die? Warte, ich guck mal kurz selber nach. Die müssen ganz unten sein. Pine, Maple, Hickory und Birke. Wenn du ganz runter scrollst. Ganz runter scrollst. Warum wird es separat hier aufgeteilt? Das ist speziell. Ja, okay, ich muss. Ja, die sind speziell, die Entwickler hier. So, jetzt muss ich aber erstmal normales Wood machen. Wo mache ich jetzt normales Wood? Also muss ich in eine Kreissäge, ne? Ja. Uff. Kann ein bisschen laggen. Ja, da hinten. Hier. Wo? Hier. Hier drüben. Ich. Hä? Hinterm Portal. Da. Das hier, oder was? Ja. Industrial Sawmill. Ja. Für die unteren nutzen. Aber nur drei reinpacken, weil das Server gerade so extrem hinterher leckt, warum auch immer. So, dann mache ich ja schon mal die Markierungen für den, für die Fences. Ich habe Markierungen gemacht. Mal gucken, mal kurz. Ich glaube, drüben habe ich Markierungen gemacht. Bei der zweiten Brücke ist voll verschissen irgendwie, aber okay. Dann. Slap. Und dann machen wir mal noch Oak. Oh nee, das heißt, wie heißt denn das? Norwood? Ja, Norwood. Okay. Wood hat seine eigene Bestimmung. Finde ich auch cool. Wood. So. Das heißt, wir machen einmal. So, jetzt glaube ich einfach ganz viele Sachen und ich verschenke sie. So.
So. Der hat ein Zahnrad. Hi DJ Phoenix. Wie denke ich nochmal hier? Hast du die PvP-Trophy? Wenn nicht, kannst du sie mir aufkaufen. Meinst du, glaube ich, abkaufen eher? Ja, kommt drauf an, was für einen Preis du die verhandelst halt, ne? Wenn es jetzt so ein Overkill-Preis ist, dann natürlich nicht, aber. Ich wollte schon sagen, liegen die Haare auf dem Boden rum, das sind Fische. Woher hast du die anderen Schwert? Hä? Was ist denn er denn? Was? Was denn? Taco, Alter, was ist er denn? Einfach ein Riese, der rumstampft mit seinem Skin, was ist das? Ah ja, jetzt sehst du da hinten, ne? Ja, du kannst mit diesen, das also diese Füße, die er hat, ne? Das sind die Füße, die du, wo du dich richtig riesig mitmachen kannst, wirklich. Junge, einfach ein Chonk. Ich weiß nicht warum, aber diese Airfo-Füße, die machen dich gigantisch. Da kann man ein Video drüber machen. Ja. Besten Airfo-Outfits eigentlich, wenn man so nachdenkt. Taco, erstmal seinen Avatar angucken. 1, 2, 3, 4, 5. The Great Beer War, Chris Rivera, Left Leg. 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder ist es Komplett-Paket? Komplett. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Item ist part of a bundle. Ah, erstmal gekauft. Let's go. Bam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noch genau 6.000 Rabatz. Passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bauen wir hier, dann hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. So, Markierungen sind auch für dich gesetzt. Ja. Was würdest du maximal bezahlen? 2000 Kerebos. Also ich sag mal so, die Trophy ist da, wie eigentlich die anderen Trophys, auch was Seltenes. Aber da ich schätze, da sie auch wie die RB Battle Trophy eventuell geduped werden kann, ganz einfach. Würde ich dir so 5 Millionen geben. Da ich schätze mal, dass ich die auch bei irgendwelchen Dupern auch Candies kriegen könnte. Könnte sich bei den ganzen Dupern schon wieder alles hier. Ich könnte, aber willst du auch machen. Nächsten Stream werden 20 davon verlost. Wie heißt dein Code? Ganz einfach, mit Ausrufezeichen mitspielen. Kannst du dann nachher finden, irgendwie der Umstand von hinten, kannst dann die Roblox-Gruppe finden. In der Roblox-Gruppe steht dann, wenn du beigetreten bist, der Server-Code. Hier, Pharos, mach doch mal, beantworte doch mal, warum ich Pharos genannt? Pharo, beantworte doch mal Keksmasters Frage, was hast du denn zum Nikolaus bekommen? Wo stand das überhaupt eigentlich? Ein paar Nachrichten drüber. Ah, yo. Weil ich zum Nikolaus bekommen habe, einen Crunchy, das ist wirklich Crunchy, ein Crunchy Milka, sag mal schnell. Ein Crunchy Milka Schokoladen-Weihnachtsmann, der natürlich sofort am Tag terminiert wurde. Dann so von Milka, wie nennt ihr diese Sachen, die man mit einem Löffel auskratzen kann von innen, die natürlich schon warm waren, deswegen ein bisschen leicht angeschmolzen waren. Und die, was ist das noch? Und so Kleinigkeiten. Also ein bisschen was. Oh ja. Ja. Ich hab, weiße Duplo. Oh, die sind aber auch geil. Sind auch geil. Und wie heißen diese Kinderbonbon-Dinger? Kinderbonbon. Kinderschokobon. Oh, die weißen Kinderschokobon sind brutal. Nee, ich hab nur Kinder-Duplo-Schokolade. Ah, die weißen. Kein Product Placement. Ich will mal kurz. Ich möchte kurz einmal was machen. Ich habe gerade der Person auf Discord nochmal geschrieben so und habe mich halt nochmal fürs Prime Sub bedankt. Und es halt, die spricht halt nur Englisch oder eher. Und schreibt halt so, no problem, dude. Listening to your all talk, low-key entertaining, though I can't understand shit. Also sie hat halt einfach gesagt. Dann machen wir es. Sie findet es unterhaltsam, was wir reden, aber sie versteht halt nichts. Ah. Okay, dann Alex, dann nice. Machen wir das. Das heißt, komm mal kurz her, wir machen es mal kurz hier auf der Insel. Warte, ich guck mal, ob ich jetzt mal kurz. Kann ich eigentlich von meinem eigenen Automaten was abkaufen? Nee, ne? Nee. Nicht. Warte, ich denk grad nach. Bigos Chonkos. Ach komm, wir gehen mal kurz in den privaten Raum. Ich hab's gerade gedacht, über den Vending Machine machen jetzt kurz, aber. Das eskaliert eh wieder. Bei den Massen an Servern-Leuten hier. Ich kann mal die Tür wenigstens vernünftig zu. So. Vending Machine habe ich schon mal am Start. Das heißt, einmal kurz droppen. Dann machen wir es gerade mit der Vending Machine, geht schneller. Guck
gucken, ob es jetzt schon geht. Nee. Perfekt. Und dann machen wir immer hier die Vending Machine hin. Das heißt, so. Ja. Edit. Bigus Jonkus. Packen wir mal da 5 Millionen Coins rein, dann kann er sich einfach rausgrabben. In der Hoffnung, dass kein anderer sich rausgrabbt. Aber wenn er nur recht hat, dann kann er das auch noch rausmachen. So, mal kurz ein bisschen Geld loswerden für die Armen. Warum heute ohne Facecam? Ich musste den Greenscreen über Zeit kurz abbauen. Ich habe ihn bislang nicht mehr aufgebaut. Und bin halt auch zu voll gewesen, es heute noch zu machen. Ja. Deswegen halt ohne Facecam. So. Komm. Aber in der Zukunft wird es natürlich wieder dazu kommen. Okay. Leute glitschen sich rein, auch ehrenhaft. Cloud alle Items. Ich. Wahrscheinlich hasse Capstock und was ist mit der Zeit von der einen Sache? Was ist mit dem Zeil von der einen Sache? Was meinst du, Jason? Nochmal bitte neu schreiben. Ah nein! Oh, ich bin so ein Loot. Ich bin. Oh nein! Oh. Ja, bist du. Ich hab grad. Ich war so close und dann habe ich das wieder kaputt gemacht. So, dann kaufe ich mir jetzt hier noch ein paar Zäune. Passt. So, warte nochmal. Oh Mann. Ob man immer nur 10 kaufen kann. Facecam reicht doch. Nee, der Greenscreen ist eben damit da, dass man nicht den kompletten Raum sehen kann. Also Alex, du kriegst kurz Rechte, dann einmal kurz aus der Vending Machine entnehmen. Beziehungsweise habe ich, weil das Problem ist, ich sitze halt direkt am Fenster und perfekt. Mit Greenscreen ist schon besser. Ich habe auch schon geguckt, ob ich die Kamera so einstellen kann, weil ich habe jetzt mittlerweile auch einen Weihnachtsbaum schon stehen. Ob ich den irgendwie in den Hintergrund packen kann, aber man sieht trotzdem zu viel einfach vom Raum. Oh, ist hier auch viel Kram drin. So. Also jetzt habe ich 55 Fences. Wie sollen die platziert werden von einem zum anderen oder was rüber? Guck dir mal die erste Brücke an. Welche erste Brücke? Die große. Tada, da ist die neue. So. Das kleine Ding da. So, jetzt noch kurz reingucken. Kannst du bitte Inselbewertung machen? Bitte, bitte. Machen wir 17.30. Machen wir 17.30. Huhu. Was muss ich zum Mitspielen? Wie war das? Was muss ich zum Mitspielen? Wir würden gerne unsere Insel zeigen. Also wie gesagt, Insel zeigen machen wir um 17.30 Uhr, aber wenn man jetzt so mitspielen will, einfach der Robotsgruppe beitreten und dann kann man ganz einfach den Servercode finden, wenn man der Robotsgruppe beitreten ist. Und ja, dann sind wir hier dann auch im Place drin. Wie gesagt, 17.30 Uhr machen wir Insel bewerten. Das wird dann über einen Privatserver laufen, der dann auch in der Robotsgruppe dann verlinkt sind. Und wer als erstes kommt, der hat Glück und dann bewerten wir von den Leuten dann die Insel. Weil das sind sie uns einfach ins Endlose streckt und das ist schon, ja, dauert ein bisschen. Und dann ist schon der halbe Stream hier vorbei. Wir wollen auch noch ein Giveaway machen. Wieder mal ein Abreiß-Giveaway, wie immer. Deswegen ja. Danke, ich habe heute den ganzen Tag was vorbereitet. Genau, warum haust du mich? Es tut weh. Ah, okay, bin ich gespannt. Hast du das Ready Player 2 Event fertig? Ja, habe ich. Ich kann es auch. Ja gut, ich kann es jetzt schlecht zeigen, weil das, glaube ich, nicht durch Stimmt das so, wie ich es mache? Schaut irgendwie hässlich aus. Warte, ich guck's mal kurz an. Ich schätze, das sieht vielleicht deswegen so hässlich aus, weil die Brücke einfach so lang ist, deswegen. Ja, weil es halt so gerade ist. Ja, aber anders geht's bei der Brücke nicht. Doch, ich zeig's dir, warte. Wie wird's denn ich bin Bob der Baumeister. Ja, also man kann es doch noch ein bisschen ausbauen mit den Slabs. Und mit den Stufen, mit den, sagen wir schnell, mit den Treppen. Aber, ja, auf den ersten Blick sieht's sehr stumpf aus. Ich will dafür jetzt Stairs reinknallen. Nicht Stairs, Slabs. Und das gleiche unten drunter auch nochmal. Warte mal. Hier, lala Lights. So. Komm. Einfach, wenn du so laut. Oh Junge. Irgendwie hätte. Oh, das ist so leckt irgendwie brutal heute. Yeah. Bestkiller-VG, danke für dein Follow. Also ich sag mal so. Achso, das meinst du? Nee. Deswegen. Ich nein! So Laternen reinballern. Geh doch weg! Das ist das Ding. Ich würde die weglassen, weil einfach die sich nicht connecten. Das war das Problem.
Connected wie die Telekom. Genau. Ja, kann man denn man kann die kleinen Laternen von den Fireflies dann darauf packen. Hello there. Bin ich der Einzige, der Kerbo-Stream und Pharao-Stream gleichzeitig gucken, lol. Weiß ich nicht. Kann das Option auf nicht, der? Wie viele jeweils gucken. Hm. Nee, sieht man leider nicht. Ich sehe es nur später, mein... Oha, warum spuckst du? Nee, ich sehe es später nur in den Statistiken, wie viele über die Webseite zugeguckt haben. Was denn jetzt? Sorry, ich darf leider deine Gruppe nicht beitreten. Meine Eltern erlauben es nicht. Hä, hey, das ist Roblox. Hä, hey, das ist doch die Roblox-Gruppe. Das ist doch nichts Verwerfliches, oder? Bestkiller, warum spuckst du? Das ist nicht nett. Ansonsten spuck ich auf dich zurück. bist du ein Alpaka? Ja. Was war nochmal der Unterschied von Lamas und Alpakas? Hab ich nie richtig gerafft irgendwie. Ja, aber okay, noch dann los. Weil Lamas spucken doch auch, oder? Ja. Wo war der Unterschied zwischen Lama und Alpaka? Waren es nicht irgendwas mit Töcke oder so? Nein. Lamas und Alpaka, also das ist ja ein Kamel, wäre das. Aber Kamel gab es auch jetzt Unterschiede. Irgendwie, muss ich mal später durchgucken. Ja, Kamel hat zwei Höcke. Aber was hat denn noch ein Hocker? Spuck auf die Island. Spuck auf die Island. Okay, warte. Wie mache ich es jetzt am besten? Kann ich die Schäden droppen, weil ich werde heute quitten. Spucke. Hier. Was meinst du mit droppen, Achmann? Oh, Junge. Alter, da war doch irgendwas. Ich habe so viele DMs, Mann. Da geht so viel unter. Ja, kenne ich, Digga. Könnt ihr... Ach, Junge. Hier, ich verlose diese Statue. Könnt ihr alle haben. Wer will die PvP-Alpha-Trophy? Kommt rüber zu meinem Stream. Na. Und folgt mir. Ruhig. Hast du eigentlich Zäune fertig gemacht? Oder bist du noch am Craften? Was hab ich? Zäune. Ich muss noch Zäune bauen und so. Wo bist denn du gerade? Ich bin bei der Maschine für Holz. Ich muss noch weiter Holz schneiden, weil das schon ziemlich Holz frisst. Hey, du schießt ihn nicht. Ich stehe bei der Holzschneidemaschine. Ach so, du bist. Ach so, ich hab schon. Ich hab's jetzt. Das ach so, ja. Wie du aussiehst. Ich hab mir jetzt einen Bigos Chonkos gekauft. Ich hab gedacht, wo steht denn der? Das ist dieser Riesenlieder, aber nein, das bist du. Verneigt euch vor mir, los. Okay, also ich verstehe nicht, warum deine Eltern es nicht erlauben, in der Roblox-Gruppe beizutreten. Aber okay. Hab ich auch mal noch nie so gehört. Kennst du schon den Bug, dass der Block, den du abbaust, dass er da wieder spawnt? Nee, kenne ich nicht. Lama spucken, Alpaka spucken, das ist der Unterschied. Okay, wenn du was anderes sagst, dann esse ich. Als doch Zwiebeln auf Walla. Ah. Geil, das Kind sieht aus wie meine Mutter, sehr nice. Was? Oh Mann. Bisschen behaart dann. Den habe ich ab und zu. Nee, Jason, kenne ich nicht den Bug. Sag Code ohne eure Gruppe. Ja, ich habe die Gruppending schon mal reingeschickt. Aber wenn du nicht aufpasst, selber schuld. Die Arme. Gibt's nix. Musst du der Team Pharos Gruppe beitreten. Genau. Dort steht der Code im Shoutout. Wenn du ihn verpasst hast hier in meinem Stream, dann hast du leider Pech gehabt. Ich habe... Oh, Kakteen. Gib mir die Kakteen da. Ja. So, hast du Kakteen wieder ein paar Stück. Wir hatten da jetzt ein falsches Holz reingeschmissen. Hier, wisst ihr, was mit dem Holz passiert? Hier! Es fällt nicht von der Island. Gut. So, ich hab mal kurz in den Löcher wieder gestopft. Rapu. So. Cutten wir mal weiter Holz. Haben wir noch Holz für der Hütte? Ich muss sagen, Zäune fressen wirklich unnormals die Holz. Das ist geisteskrank. Ich nehme mich einfach ab, Doktor. Also ich kann schon mal sagen, so viele gucken anscheinend nicht in einer Gleichübersicht, weil sonst hätten sie alle schon geschrien, so, er hat deine PvP-Alpha-Trophy geklaut. Hast du das? Nein. Hast du wirklich? Gewehr, zurück! Frech! Hä, ich verlose die! Nein, gib die zurück! Ich verlose die. Guck mal, da gibt man einfach nur recht, haben wir so voll ausgenutzt, Alter. Ja. Ich wollte einfach nur testen, okay? Hier, ja. Stellst du die wieder hin. Rotate. Patate, Potatis, Ratatis. Hier hast du deine Trophy wieder. Einfach hier. Denkt man einfach, also kann man so richtig mal was Cooles starten, dann wird man so abgezogen unter einer Insel. Eine Frage, Care Boss. Können wir mal zusammen Among Us spielen, also offscreen? Ich spiele tatsächlich nicht mehr so viel Among Us, weil es mir langsam auf die Nerven geht. Also wahrscheinlich eher nicht. Frisst meine Schuhe, Community von Care Boss.
Bestkiller. Bisschen benehmen, ne? Also jetzt langsam grenzwertig hier, junger Mann. Witze und so, gerne, aber nicht zu viel. Ich habe fast 15 Stunden an meiner Insel gearbeitet. Ich habe heute zum allerersten Mal Skyblock gespielt. Ja, da sieht man wieder, der Spaß ist ganz groß in dem Spiel, ne? Also 15 Stunden, boah, ich weiß nicht, wie lange damals gespielt wurde, das Spiel rauskam. Ich glaube auch so 5 Stunden waren das schon intus. Mann, warum werden die jetzt alle so... Keine Ahnung, meine Community nimmt gerade in eine Richtung ein, die wird so Revincent-like. Oh nein. Wieso sag jetzt Code, ja? Oh, keine Zeugen mehr. Ich würde sagen, mal, wie viel kostet man Fireflies machen? Du musst sie einfangen. Ja, nein. Doch. Ich meine die an sich, die Lampe machen. Nee, du musst sie einfangen. Ah, stimmt, ich doch. Ja, ich habe eh noch genug davon. Aber ich nicht verstehe, warum man die aus Stein machen muss. Das habe ich nie verstanden. Fire. Grundlage. Bestkiller einmal reicht, Bruder. Ich habe noch 37 Schild davon, sehe ich gerade. Wie sehen die mit aus auf dem Teil? Ach doch, die sehen schön aus. Doch, die kann man darauf packen. Das heißt, wir setzen die jetzt mal kurz auf die ganzen Ebenen hier. Dann ist er gleich wieder von dem Licht erblindet einfach. Wenn man Ethan kennt. Hoppala. So. Dann hier. Dann hier. Nein, Bestkiller bist du nicht. Dann hier. Nix bist du, Junge. Nix. Ah! Army Fan nicht spammen, sonst fliegst du raus. Zap, zap. Schau in die Chest. Ja, kann ich machen. Ich mach Klatsche auf Nacken, dann bist du weg. Guck mal kurz in die Chest rein. Oh, Junge, siehst du unnormal aus. Unnormal. Alter, Junge, was ist hier in der Chest drin? Ne? Roblox Battle Trophy, Food Prozessor, Holz. Haben wir noch Holz für die Hühner? Haben wir noch Pepsi? Oder? Nein. Ganz viel Kopper. Das Kopper, also rohes Kopper kann ich wirklich gebrauchen. Das hört sich jetzt doof an. Aber wenn ihr rohes Kopper habt, schmeißt ein bisschen einen von den Automaten rein, da wo das Loch ist. Weil dann werden die sich alle irgendwann füllen. Komm schon. Das ist aber erstmal auf. Also ich weiß nicht warum, aber Public. Ach du Kacke, was war da gerade drin? Aber Public Store sind gerade übelst am Hinterherlecken. Ich weiß nicht warum es ist, aber. So Fenster, ne? Ich glaube, ich muss mal eine ganze. Ich glaube. Also mich triggert schon. Items geschenkt bekommst. Mich triggert gerade schon ein bisschen, dass das halt so extrem hinterherlegt. Woher kennt ihr euch? Also du und Pharos. Oh. Warte, soll ich die ganze Geschichte erzählen? Ja, mach. Also, es war einmal vor langer Zeit. Oh, Junge. ein Dev-Forum. Oh. Also, ihr müsst euch vorstellen, halt ich. Nein, das hört sich doof an. Kerbo, ich und andere haben halt. Genau, haben halt Rechte auf ein sogenanntes Developer-Forum. Und in diesem Developer-Forum kann man sich, Leute finden, Leute Hilfe finden, whatever. Also das Developer-Forum ist an sich einfach für Entwickler, dass sie sich gegenseitig unterstützen können. Man kann seine Stelle ausschreiben, wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel programmieren will oder, und dann eben Leute braucht, die entweder skripten können oder bauen können, kann man dort eben eine Ausschreibung starten oder halt sich selbst anbieten, dass man jemanden unterstützt. Und dann habe ich halt so einen Pharao einen Artikel geschrieben gesehen und er hat halt geschrieben so, ey Leute, ich brauche ein Skript für mein Spiel. Und dann dachte ich mir so mal, da schreibe ich ihn noch mal an. Dann habe ich bei ihm so Billo-Tests gemacht von Scripting-Sachen und dann haben wir angefangen, ein Spiel anzufangen. Dann habe ich später gesagt so, yo Bruder, das spielt nichts, wird eh keiner spielen. Dann haben wir jetzt ein anderes Spiel gemacht. Nein, andersrum, du hast keinen Bock mehr drauf gehabt. Ja, auf das Bild jetzt. Ja. Auf das Neue auch nicht. ja. Und auch das andere, was jetzt kommen sollte. Teilweise. Nee, da habe ich keinen Bock mehr, weil du hast. Du machst da einfach Anforderungen, die schieße ich nicht ein. Ja, das Move-Tool war doof. Also im Ganzen, ich bin einfach das Big Brain, Pharao, kann einfach nichts. Nein. Ich bin der Bauer, er ist der Denker. So. Also im Skripten halt, ne? Ja, du bist echt der Bauer. Junge. So, wir gucken kurz. Ich kann und wahrscheinlich. Wenn ihr mehr über mich wissen wollt, kommt doch rüber zu meinem Twitch-Kanal. Langsam diese Eigenwerbung, ne? Nee. Das ist keine Eigenwerbung, das ist Werbung. Ah. Kannst du mal bitte aufhören? Aha, Bricks. Ruhig!
Nee. Ich kann einen Moderator nicht timeouten. Mann. Tja, besser ist es. Ah, doch, kann ich. Schau, wie frech er ist. Ja, da ist schon ein Link und das wurde gerade gepostet. Dann post nur mal deinen Link drunter. Das ist frech, Alter. Ja, hab ich ja nicht gesehen. Aber ich muss es im Kontext dazu schreiben. So. Also. Wir haben jetzt die Brücke fertig. Das heißt, wir können eigentlich diesen Weg abbauen. Das heißt, du kannst mir helfen, diesen Weg abzubauen. Welchen Weg? Diesen Grasweg hier, der komplette ist. Oh, nee, warte. Nee. Doch. Bau den ab. Nein! Jetzt bin ich runtergefallen, oh Mann. Oh nein, ich auch. Oh, ich kann beides, Programmieren und Designer und Skripten. Kommst du? Das ist Programmieren und Skripten, kommt schon ziemlich nah. Ich kann Programmieren, Designer und Skripten. Ja, jetzt versuch noch mal drittes Mal einen richtigen deutschen Satz grammatikalisch richtig zu schreiben und dann reden wir weiter, lieber Bestkiller, ne? Ja, so. Also du gehst von hinten, ich geh von vorne. Nee. Okay, dann machen wir beide von hier. Auch kein Problem. Nee. Ich stampf jetzt erstmal dahinter. Junge, wie du aussiehst einfach nur. Ich komm nicht drauf klar. Junkus. Ist das jetzt ein Weihnachtsoutfit? Ja. Little Ness und Bigos Jonkos. Mixed. Das ist ein Feature. Ah. Ja, ich sag's mal so, bauen in Roblox ist echt nicht schwer. Das stimmt. Modellieren kommt dann wieder schwerer an. Ja. Also bauen kann... Oh. Ja, ich meine jetzt schon. Ich bin runtergefallen. Was du machen kannst, ist jetzt einen... Das ist jetzt doof, aber einen Grasig bauen. Nein! Ich bin auch runtergefallen! Er ist ein DE-Singer, sehr gut. Wo bist du gerade? Was da kann ich machen? Du siehst ja jetzt, wir haben ja diese Bahn da unten, ne? Ach, Junge. Warte gleich. Was denn? Runtergefallen schon wieder. Ach, Junge. Nimm mal die Flagge, geh in die Flagge rein. Dann spawnst du dann immer in der Flagge. Ja, die Obi-Flagge, die da ist. Nee, solche Cheats benutze ich nicht. Ist so eigentlich immer 300 so von 2000 Kerboss. Ja, muss man ein bisschen zugucken, wie mein Junge. Ich bin ein riesiger Fan, Faust am Bauen. Nebenbei, wie ist mein Skin? Boah, einer von vielen, der unterwegs ist hier, sehe ich gerade. Also, wir können, wenn ihr... Nein, oh Mann, ist mir schon wieder runtergefallen. Wenn ihr wollt, können wir Skins bewerten Richtung... Also nach dem Giveaway machen, wenn ihr wollt. Dann können wir auf das andere Play switchen und können wir da Giveaways machen. Was ist los, Anime-Fan? Schrei nicht so, Junge, ey. Wo bist Mann. Du? Wo bist du gerade? Insel. Welche Insel? Hier sind viele Inseln. Müll wie du, Junge, Mann. Ah, da. Komm kurz her. Anime-Fan, kriegst du euch einen Bann, Junge? Wo soll ich herkommen? Zum Anfang der Brücke? Ja. Wir haben jetzt, wenn es nicht laggen würde, hier einen Weg. Ich baue den Weg und was du machst, ist ganz einfach. Ich laufe hinterher. Unter anderem. Nein, hoff! Hoff! Ja! Nein, was du. Junge, wie viel. Warte, Items? Warum baust du den Weg wieder hin, den wir gerade abgebaut haben? Ja, ich komme dazu. Nein, der ist ein bisschen tiefer. Was wir machen werden. Oder. Ja, du baust den Weg, ich mach den Rest fertig. Alter. Weil wir müssen jetzt hier die Sachen dran bauen. Oh, wie es leckt einfach nur. Ich bin runtergefallen. Einfach den Weg. Ihr wollt einen leckfreien Screen. Alter, das war echt krass. Das ist schon... Hi. Ja, bau du weiter. Das ist schon brutal, als wieder hier am Laggen ist gerade. So. Minecraft Bad Wars Taktik. So, und jetzt? Warte. Hast du Bestellung fertig gebaut? Ja. Oh, du bist aber schnell. Ja, natürlich, Junge. Ich hab Minecraft Bad Wars geschwitzt. Ich hab's gefunden. Oh, ich bin nicht drüber gesprungen. Warte. Glaubst du, ich bin schlau? Keksmaster, kein Kommentar. Ja. So, warte. Bin jetzt hier, dann hier, dann. Oh mein Gott. Hier, jetzt kommen wir natürlich hier nicht durch, weil die Wand uns wieder blockiert. Ihr wollt auch wissen, wie ihr so schnell bauen könnt. Dann, ich glaube, hier ist einer. Hier ist einer. Hier ist einer. Hier ist einer. Und hier ist einer. Hast du noch Zäune? Wood. Ja. Dann platzier mal, wo ich jetzt diese. Also da, wo diese Ebenen sind. Ja. Bau die Zäune so hoch, dass sie sich. Oh ja, genau, dass sie sich connecten dann. Nein, nicht so. Ich meine. Oh Gott, das sind so viele Leute. Oh, nicht die Kiste abbauen. Dann hier so.
Nein. Lass, nein. Aus. Aus. Warte. Oh, Junge, das ist aber so mit der Lecken. Mach mal, dass jeder. Ich zeig's noch kurz vor. Fans. So. Und dann der nächste so. Und das immer weiter. Dass sie immer. Ja. Dass sie unter und oben sich connecten. Das ist so eine Art Hängebrücke. Ah, ja. So. Hey, Faust, können wir vor dem Inselbewerten meine Insel abbauen? Wenn du die abbauen lassen willst, können wir auch machen. Ich endlich kann die Sachen droppen. Was hatet ihr jetzt alle so? Ich weiß nicht, ach, was du mit meinst, aber okay. Macht mal kein Auge hier. Der arme Pharao. Was denn? Nix. Tja, müssen wir mal einen Stream nebenbei offen haben, ne? Junge. Ich geh schon auf die andere Seite und verheiz da schon mal das Holz, was ich noch habe an Francis. Das sehe ich nicht. So. So, komm. Und so. Ah! Ach so, da ist der Noob mit dem Head. Mit dem Top-Head, was er gesagt hat. Das, ja. Ah. Guck mal, der hat den super tollen, limitierten Halloween-Merch. Und in ein paar Tagen kommt dann jetzt auch der limitierte neue Weihnachts-Merch, den ich dann noch anziehen werde. Wird richtig super toll. Einfach das Scam-Merch von Pharao. Nein. Kennt ihr euch? Nein, das ist der beste Merch aller Zeiten. Das Scam-Merch? Nein. Doch. Die Arbeit, das ist der neue Titel. Nee. so, was ist fertig. Der Code? Es ist der Code. Ja, was ist der Code? Ich schick dir Code über Discord. Was ist der Code? Also, wer den Code wissen will, wie gesagt, in der Roblox-Gruppe. Discord. Nein, nicht Ausrufezeichen Discord, Ausrufe mitspielen. Nee, Ausrufezeichen Discord ist für Discord. Ja. Mann, geht doch. Steht alle im Weg. Kannst du jetzt Code schicken, Live-Chat? Nee, der wird immer nur in der Roblox-Gruppe sein. Oh nein, ich bin runtergefallen. Wusel. Geh. Ja. Anime-Fan sehe ich auch so. Ja, jetzt. Zieh. Schnell. Au. Wusel, geh. Oder will er gerade sein ganzes Zeug loswerden? Ich soll dann runterschmeißen. Das macht genau so viel Sinn. Ja, aber kann schon gehen. Ja, Jason, wird Zeit. Es ist hier so viel Kohle noch drin, überall. Sprechfernseh! Wusel, Junge! Ich sehe gerade, das geht ja gar nicht hier überein, ne? An der Ecke. Oh Mann. Das heißt, er kann einen Block dran. Eine Stair. Stair. Ah, die habe ich noch hier. Och, hier droppt jemand Cash Money. Ich könnte das auch mal in echt machen. Wenn wir mal so Geld auf den Boden schmeißen. Ja, seht ihr? Das ist immer noch Geld, die Leute hier. Ja. So, ich jetzt ein paar Sachen droppen jetzt hier. Ich hab dir den. Achso, okay, die enthalten sich gerade in meinem Chat. Auch super, finde ich super nice. Gibt wenigstens was fürs YouTube-System. So. Ja, viel Analytics. Chatfrequenzen. Wo bist du gerade hingehüpft? Warum bist du gerade runtergehüpft? Ich weiß es nicht. Ich hatte einen Bug. Oh Mann. Und ich muss mich nicht wundern, warum es so laggt, wenn hier überall gedroppt wird einfach. Ahmed. Kerbo hässlich, Demo. Ja, was willst du damit sagen, hä? So, du machst eine Demo. Ah ja. Aber was soll ich sagen? Ich meine, wer sich Anime-Fan nennt, kein Kommentar. Ja, genau. So, mal gucken. Wenn wir das jetzt fertig. Oh, noch eine Trophy. Weapons werden sie ja immer mehr. Weapon Stander. Ganz viele Weapon Stander. Ja, okay, die 10er Kreuz muss ich jetzt nicht geben. Das ist ja Kleingeld für mich. Oh Mann. Hä? Ah. Server hat geleckt. Mal kurz gucken. Die Kisten eigentlich wieder überfüllt, weil sie mir alles hinterher schmeißen. Und die Antwort ist nein. Obwohl, doch, hier ist ganz viel Kopper drin. Ja, Robot, passen wir was rein. So voll sind auch wir nicht. Gucken wir mal, also hier, das haben wir gefertigt. Das heißt, wir könnten rein logischerweise die Base sofort weiter ausbauen. Kann ich mal eine Weisheit erzählen? Ja, mach ruhig. Oh Mann. Hau raus, deine Weisheiten. Anime-Fan, nein, der Name nicht top. Der ist Flop. So,
Oh, wie es leckt gerade. Hilfe! Junge, das kommt gerade von Musik, Alter. Da denkt man, komm, was Gutes, und dann kommt hier nur sowas, Alter. Oh, die Playlist. Einfach mal, hab ich was. Musik passt sich auf Content an. Nein, Spaß. Wir sind noch nicht in der Wüste, okay? Warte mal kurz. Irgendwas falsch ist doch. Ja, warte mal wieder. Ich bin da oben, bin da wieder dabei. Ich bin da oben, ich bin da dabei. Oh boy. So, auf gut Glück, das. Wo ist mein Gras hin? Hat mein Gras geklaut, vielleicht. Der eine Grasblock. Meine Ich glaube, ich baue mal kurz Industrie Chest. Oh nein, es gehen die Raketen wieder los. Oh, ja. Kurz schnell. Liebe Leute. Aber das braucht Ewigkeiten zum Einsammeln, deswegen baue ich mal kurz ab und baue sie wieder hin. Oh Gott, das ist doch wie die Hölle. Geht. Ich habe jetzt gerade das, was Jason meinte, mit baut sich hin und ist wieder da. Tja, würde ich mal sagen. Schlechter PC. Nein, nein. Schlechtes Game. Okay. Passt alles. Auf. So. Perfekt. Jetzt müsste die Brücke fertig sein. Fertig? Ja. Ja, okay. Nee, na. Hier hinten fehlt einer. Was, na. Hier hinten am Anfang. Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Oh. Oh Mann. Aber es sieht voll lustig aus, wegen deiner Animation läufst du noch in der Luft weiter runter. Ja. Sehr gut. Oh Mann. Ich habe noch einen rein, jetzt haben wir Felix. Was? Ach so, für den Inserbau haben wir Code geschickt. Ach so. Okay. Verstehe. Ehre, Keksmasse. Ehre. Aber wie viel Giga... Nee. Egal. Giga was. So, jetzt müssen wir Oha, gucken. Was ist die Biene so weit oben? Was mit ihr? Wo ist die Biene denn? Alter, was macht die Biene denn da oben? Ist die los? Tito, wo sind denn diese Blumen, von denen alle reden? Okay, so, wir müssen mal kurz... Komm kurz mit. Ich schnapp die mir jetzt, warte. Wir müssen die Biene fangen. Mit Netz. Ja, aber die kriegst du doch niemals. Doch. Also nie... Schnapp macht das Krokodil. Hier ist so viel Gold drin, ne? Das, ich glaube, ich gehe gleich wieder. Ich glaube, wir müssen. Also. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Baust du dich gerade hoch? Nein. Doch. Wo ist die Biene? Hä, sie ist ja einfach. Nein! Jetzt ist sie dahinter gewandert. Mann. Was ist denn mit ihr? Aber was machst du denn hier? Die schöne Insel! Ja, ich wollte doch die Biene fangen. Oh Mann. Die ist einfach verschwunden. Ah, baust du schon den ab, ne? Nee, du, ich lasse jetzt so stehen. So, mal kurz, müssen kurz gucken. Oh, nee, jetzt kommt schon wieder so ein Bot rein mit What I become famous by followers, primes, and viewers on, go to this website. Moin Faust, bin auch wieder da. Hallo Janis, hallo. Kannst du den Laslinda bannen? Der Cloud. Cloud? Ja, dafür kann ich ja nichts, ne? Wenn Leute Sachen droppen, dann kann ich das schlecht für was. Leere mal deine Input-Output-Chests sind überfüllt, schon wieder. Ja, ich leere mal kurz für die Sache. Ja, das glaube ich alles nur Kleingeld. Gönn mir alles. Ja, Cash komm. Money. Bahn, Junge. Hol dir das Kleingeld. Du bist Bahn, Junge. Du bist eh noch arm. Die Peanuts. Du bist eh noch. Du bist ganz arm, du bist ganz noch ganz arm, weil du hast nur 25 Millionen. Da kannst du die paar Zehner holen, ja immer. Ja. Ich hole mir jetzt alles, was in den Kisten landet. Ja, Geld. Wer das Kleingeld nicht ehrt, ist das große Geld nicht wert. Was? Ah. Ja, der Spruch geht genauso. Können wir das mit dem... Als er so zu Hause ein Referat geübt hat, hat er immer mehr versucht. Siehst du, was du sagst? Er sich überflüssig zu werden, rot stehen. Ja, moin. Moin, Keksmarscher. Ja, moin. So, jetzt drop mal geile Sachen hier in die Dinger. Oh Mann. Also, wir werden jetzt Folgendes machen. Gib mir das Para. Herr Boateng. Ja. Wir werden jetzt das Goldsystem. Gold. Das Goldsystem mit. Ja. Oh mein Gott, könnt ihr mal wieder hochgehen, danke. Mann, die Spieß. So, wir müssen kurz gucken. Wir müssen jetzt die Goldchest. Wie immer noch Bronze Copper. Bronze Machine.
Bronzemaschine. Wir gucken mal. Also. Danke. So, das braucht geschmolzenes Kupfer und geschmolzenes Kupfer-Ingot. Okay. Oh, wie schön die Feuerwerke sind. Oh, hier oben ist. Ich hab gar keinen Spielsound mehr. Ja, ne? Ich hab's ja ausgeschaltet wegen der Weihnachtsmusik. Bei dem Drill-Output-Chest. Achso, er meint bestimmt die hier. Ja, die hab ich ja geleert. Was eures wäre beim Erdkehr-Rip? Junge Kicksmaster, bitte die Story nachhin, bevor du sie abschickst. So, wir werden jetzt, Hä? Wie viel Dings hast du? Kannst du, wie viel Steel hast du gerade? Ich will doch von mir Sachen haben. Hallo? Was, Steel Ingot oder? Warte, ich guck kurz. Wir brauchen jetzt gleich ganz viele. Auch nur mal kurz leiser machen, diese Raketen gehen mir echt dann auf die Nerven. Soll ich hier noch meine Ressourcen für dich opfern, oder was? Ja. Soweit kommt's noch, Alter, frechter Junge. Steel Rods. Was passiert beim Alert Rip? Dann wird diese Rip-Musik abgespielt. Und wie viel Steel Ingot? Wie viel Steel hast du? Welches Steel denn? Steel. Ingot. Ja. Gibt's da nur Steel Ingots? 9289. Könntest du, ich kann auch wieder was wiedergeben. Könntest du, obwohl ich denke gerade nach. Warte, wir müssen ja, das Niveau muss sinken hier von dem Goldniveau. Kein Kommentar. Wieder eine Chemie. Komm mal, nein, auch nicht schon wieder. Ja. Folgendes, bau mal den restlichen Weg mit mir ab, kurz. Also bis zu einem folgenden Punkt. Also wir lassen... Welchen Weg denn? Den wir gerade gebaut haben, wieder hier. Den grünen. Den Rest bauen wir jetzt hier ab einfach. Oi, oi. Das geht rüber. Sehe ich nicht. So. Und dann werden wir den anderen benutzen, um ganz noch weiter tiefer runterzubauen, dass wir unter die Insel kommen. Brauchst du Feuerwerk? Ne, ich brauch eigentlich kein Feuerwerk. Ich hab noch genug davon. RIP. So, jetzt müssen wir uns... Oh, Blumen. Black Ladies. Vielen Dank. Boah, für die Blumen. Okay, jetzt weiß ich, warum es so leckt. Wegen seinem Autoklicker. Vielen Dank. Ja, Philipp von dir. Ja, ich komm mit. Okay. Die können sich ablenken, wir bauen weiter. So, wir müssen jetzt einen Ticken tiefer gehen, wenn wir platzieren dürfen. Boah, der Server legt gerade so hart wegen Achmat, schätze ich mal. So, wir werden jetzt hier unten, ich muss kurz gucken, wenn die ja gerade gehen, denken wir auch gerade, das heißt, um die Ecke geht das. Und dann irgendwo hier müssten wir splitten. Warte mal, ist das Portal genau mit dem Teil überein? Ja, ist es. Passt hier nicht drunter. Wie, passt hier nicht drunter? Ich bin 3 Blöcke groß. Ist ernsthaft? Ja. Du passt da wirklich nicht drunter? Nee, ich passe nicht unter deine Insel. Sag mal das nochmal, dass wir jetzt sehen. Ich bin 3 Blöcke groß. Tut mir leid, aber ich kann dir da leider nicht helfen. Okay, machen wir es anders, warte. Komm her. Komm nicht her. Passt du jetzt drunter? Ja. Ah, perfekt. So. ich mach mal kurz ein Loch. Ja. Dass wir wissen, wo wir raus müssen. Hier, wo ich jetzt runterfalle, ungefähr hier, ich passe rein, warte, hier, da ist das Loch, wo das Förderband hin muss. Das heißt, wir müssen es dann nehmen, ja, du wirst es schon sehen gleich. Und wir werden jetzt einfach gleich uns ganz einfach gerade ausbauen. Ey, ich würde dir 250 Robux geben. Meinst du jetzt Roman, oder wie meinst du jetzt? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Einfach mehr geben. Aber, ja. So, genau, bau dich mal schon mal gerade aus. Warum baust du dich da hoch, hä? Ich war euch versehen zu fix. Okay. Boah, bin ich mal beim Gelenks. So, wo ist das Loch? Ah, okay, das ist noch ein bisschen tiefer. Du musst ein bisschen tiefer gehen. Wir müssen tiefer. Jetzt wird schießt.
Das, glaube ich, kann übel werden mit der Farm, aber mal gucken. Mit ein bisschen Terraform dann wieder. Oder ich gehe einfach ein paar eben runter. So. Ja, ich hab hier ist das Loch. Das heißt, ich baue den Rest ab. Du kannst schon mal weiterbauen. Ja, jetzt sind wir unterm Loch. Jetzt sind wir unterm Loch. Moin, Leute. Wie bist du da hochgekommen? Junge, was hast denn du für eine, was hast denn du mit deinem Körper für eine Jump Power? Ja. Du kannst einfach wie viele Blöcke hochspringen? Zwei. Drei. Drei, vier. Vier Blöcke kannst du hochspringen. Junge, was eine Maschine. Easy. Hello there, Rotron. What's geht up, my boy? Einfach eine Maschine. Bist ja, der beste Uiho. Danke. Ich habe Beine trainiert. Oh, aber ich bin runterfallen. Okay, dann sagen wir so, Faro ist bester YouTuber, ich bin bester Streamer, oder? Hey, ich stream doch auch gerade, also. Achso, ja, aber dann Twitch. Nein, Twitcher. Nein. Gibt's für Twitch so einen Begriff? Ich komm da gar nicht. Oh, Mann, nein! Ich komm da gar nicht hoch, ich bin einfach viel zu klein. Nee, du bist zu breit, du bist zu fett. Unter anderem. Tja. So, jetzt kommen wir zu uns Loch. Erstmal Kaktus weg, ich bin next. Komm zurück ins Loch. Ja. Du musst da gerade irgendwie reinkommen. Das Loch ist so klein, Mann! Ich komm nicht rein. So, jetzt müssen wir zurückgehen. Geh zurück, Elefant. Hast du noch eventuell... Hör zu. Hast du eventuell... Hallo. Ja? Wenn ich gleich alle laufe mit Slaps, hast du noch welche? Slaps. Von was? Normal. Standardholz, also Wurzslaps heißen die, glaube ich. Fünf. Nee, auch. Dann. Fünf habe ich davon. Mach dir mal noch ein paar neue, denn wir brauchen, glaube ich, ein paar mehr. Aber ich glaube, ich tendiere ein bisschen gerade beim Bauen auf einen anderen Server zu switchen. Auf nicht Published Server. Das heißt nur auf einen normalen Code Server. Weil das schon wie die Hölle hier leckt beim Bauen. Ja, mein, das passiert Peter. So. Da bauen wir hier nur mal einen Woodblock hin. Warte mal. Ja, das sagt er, wenn jemand was schreibt. Hört sich auch mal an wie, warte mal. Hier hin. Wusstest du eigentlich, dass Arrive und Standard Skills auch bei Roblox sind, irgendwie? Ja. Oh Mann. Ich fühle das. Reddit. Wusste ich gar Reddit nicht. Reddit HD. So. Warte mal. Wie mache ich Slaps? Musst du mal craften. Ja, das ist klar. Minecraft. So, wenn es auch mal kurz weggehen könnte, dann könnte ich da auch mal kurz einen Block platzieren. Aber komm, einfach bei Rente. Auf was war ich denn so lange? So. Zack. Oh Mann, ich glaube, ich mache jetzt einfach einen Mega-Drop einfach. Das heißt, das kann ich abreißen. Zack. Da sind viele Menschen gestorben. Zack. So. Jetzt habe ich ein paar. Ach nein, jetzt bin ich schon wieder runterfallen. Nope. So. Gehen wir ins Loch rein. Geh durch da. So. Dann. Ich muss das jetzt richtig tief bauen. Das heißt, eins, zwei und noch einen dritten. Das sieht jetzt eventuell sehr doof aus, aber der Sinn dahinter ist eigentlich sehr simpel. Nämlich, oh, wir können auch eine Conveyor-Belt drauf platzieren. Oh Mann, hier sind so viele Leute. Warte mal. Nehmen wir das ist doch ein höher. Jump. Oder? Hey, ich bin gerade voll verwirrt. Warte mal kurz. Hast du ein Conveyor Belt gerade zur Verfügung? Nee. Ich bin auch gleich wieder da. Ja. Okay. Dann ist jetzt kurz. Ja, dann laufe ich wieder wie QVC. Haben wir noch ein Conveyor Belt? Dann gucken wir kurz, ob wir ein Conveyor Belt haben. Wir haben so ein Conveyor Belt. 12 Stück nur noch. Etwas richtig? Ja. Ist richtig. Das heißt... Oh Mann, die Raketen schon wieder. Das heißt, sie nehmen jetzt eine Input-Output-Chest wieder.
Denn ich möchte gerne den ganzen Kram an einem Ort schmelzen danach, ja. Aber ich brauche die Slabs wieder. Slab, so. So, und komm. So. Oh nein, und ich falle runter. Geiles Teil. Teil und Wempbau und Wemp kosten 40k. Ja, Preise ändern sich zurzeit. Also, wo ich habe gehört, dann kosten sie wieder anders viel. Also, ich weiß nicht, gibt es irgendwie eine offizielle Preisliste oder sowas auf einer Wiki-Seite von denen oder so? Würde mich interessieren, weil irgendwie gefühlt gibt es immer, wow, immer verschiedene Preise von jeder Person. Also, jede Person macht seine eigenen Preise irgendwie gefühlt. So. Oh, das Loch wird eigentlich das, das Loch. Oh Mann, der Server liegt auch echt höllisch. So, gleich sitzen 30, dann gehen wir gleich Insel bewerten. Oder dann will ich gleich auf den Herr Boateng warten. Dann können wir gleich sofort Insel bewerten. Oh Mann, sie ist schon wieder runterfallen. Und dann gucken wir uns von den Leuten eure Inseln an, was sie natürlich Neues getan hat. So. Hier rüber, da hoch. Hier rüber. Er steht natürlich voll fett im Weg wieder, aber das, ja. Was soll man machen? Lass mal kurz gucken. Da ist irgendwo das Ende, wie ich da hinkomme. Oh Mann. Ich glaube, wir kommen da. Oh, ich hasse es. Wir kommen da gerade schlecht ran irgendwie. Aber was soll man machen? So. Dann einmal wieder hoch. Und dann einmal hier. Oh Gott. Nehmen wir hier dran. So. Warte, warte, warte. Okay, ist perfekt dran. Das heißt, die nächste. Die nächste. Boah, Tankstein ist natürlich im Weg. Das ist super. Ah, jetzt hängt er noch da fest. Weg mit dir. Frech, einfach nur. Ja, du standst gerade im Weg. Nee, so, frech. Jetzt müsste der andere auch sich bitte da. Danke. So. So und... Ja, das passt wieder nicht. Das heißt, wir machen hier eine Conveyor-Belt hin. Und da unten plumpt sie da auf. Und das gleiche dann nochmal. Genau. Guck mal, perfekt. Dann passt das doch. Ah, das passt nicht. So. Jetzt machen wir was Großes. Da wir ja mehr Kupfer brauchen als Gold, werden wir jetzt das gleich mit einem, wie hieß das heißt? Randomizer. Werden wir das gleich ein bisschen aufteilen. Ja, genau. Deine Insel abbauen machen wir nach dem. Am besten nach dem Insel bewerten. So. Das heißt, ich glaube, wir müssen jetzt nur noch die Kurve setzen. Curve. Obwohl, wenn du vielleicht schaffst, wenn du left. Nee, Conveyor, genau. Wenn du es vielleicht schaffst, mit reinzukommen in den Server, dann können wir auch sogar das da schon machen. Guten Tag, Wave Pilot X. Einmal kurz da weggehen, bitte. Natürlich alle wieder ins Loch rein. Yeah, Wave Pilot, so. Danke für dein Follow. So, dann würde ich sagen, bewerten wir Inseln. Weil ja jetzt 17:30 ist. Ja, das heißt, einmal kurz Wartescreen rein und dann machen wir einmal kurz Server Switch auf den VIP-Server. Und nur kurz gucken, dass das auch. Oh lol, die Insel baut sich ab. RIP. Ist die weg? Ja. Geil. Geil. So, geil. Configuration. Hier ist meine coole Einland. So, Team Fahraus. Oh. Ich kipp einfach der coole Schelle, wenn ich sie streichel. Batz auf den Kopf. Das heißt, wir joinen mal kurz. Und der Servercode zum VIP-Server ist jetzt in der Gruppe.
Okay, und nicht? Er wird getaggt. Warte. Wir generieren kurz einen neuen. Mensch. Server. Ach Mann! Ich hasse das. Das steht auch nicht. Warum taggt Roblox mit ihrem doofen Filter den eigenen Servercode? Was wir so, jetzt. Server, jetzt, ja, genau. Jetzt könnt ihr draufkommen. Jetzt ist der Link zur Verfügung da. Das Let's heißt, go. Die hier reinkommen, von denen wir die Insel bewerten. Oh, wie flüssig das ist. Warte, kann ich auch flüssig bauen? Oh, geil. Okay, Spaß. So, in meinem Stream kriegt ihr einfach kostenlos einen Link. Mich nichts dafür tun. Nein, die sollen schon in die Gruppe beitreten. Dafür ist sie auch da. So. Nee. Weil ich gehe. Tschüssi. Wie heißt der Song im Hintergrund? Ich weiß nicht, wann das geschrieben wurde und ich weiß auch nicht, wann welcher Song gelaufen ist. Sag mal Inselcode, wo... Sandstorm. Sag mal Inselcode, wo du was... Was? Wo du willst, dass wir das abbauen. Sag mal Inselcode, wo du willst, dass wir das abbauen. Ach so, ich weiß das soweit. Ja, machen wir nach der Bewertung. So. Warten wir mal kurz. Wird gleich wieder wie die Hölle lecken, wie ich das Spiel kenne. Aber passt schon. So, dann lassen wir mal die Leute eintun. Mal gucken, sind wir schon voll? Wir sind noch nicht ganz voll. Da passen noch 3 Leute rein. Oh, 4 eher sogar. Kommt ran, liebe Leute. 4 Leute passen noch in den Server rein. Das heißt, wenn ihr noch nicht drin seid, dann rein hier. Ich hab jetzt schon wieder keinen Buffalo-Look hier. Batz. So, warten wir noch ein bisschen, bis dann alle Leute eingetreten sind. Ja. Ja, machen wir am besten nach der Inselabbauerei, Ahmad. Auch mal. So. Warten wir mal kurz, dass sie auch dann. Ist das so jetzt voll? Mal kurz nochmal neu refreshen. Ah! Nein! 3 passt noch rein. Also, wer es noch nicht die Möglichkeit gegettet hat, der kann jetzt noch reinkommen. Get it. Mr. Worldwide hier am Start. Ich gucke gerade auf Telonym, ne? Wenn du auf YouTube chillst, was schaust du dir an? Meine eigenen Videos. Oh Mann. So. Ah ja. Cringe. Ja. Aber ich glaube, so wie es aussieht, joint hier keiner mehr rein. Ein bisschen kann man noch warten, ne? Der Link geht nicht. Doch, der Link geht. Also wenn du Mobile-Spieler bist, dann ja, dann geht er nicht. Zeig mir kurz einen Chaot, deinen Eastern-Code, aber da, wo du ihn eigentlich startest, da oben steht aber meistens dein Kraut, was? Und so, du weißt es gar nicht, oder? Hä? Also der Satz ist grammatikalisch komplett gegen die Wand gefahren. Ich glaube, er meinte irgendwas mit Code oder so, keine Ahnung. Ehre? Oh, Alter! No name! Alter, ich glaube, wir können heute noch ein paar Kaktus-Spike-Swords raushauen. Da ich wieder 5000 hier habe. Oder 22, wenn wir ehrlich sind. Habe ich schon No Name auf der Ehrenmann-Liste? Auf der Ehrenwand? Ehrenmann-Wand, genau. No Name? Ah ja, ist schon drauf, genau. Da war ja letztes Jahr. Na moin. War ja letztes Mal das Problem, dass sein Name getaggt wird einfach. Wegen den Sachen. Link geht nicht. Also, wenn ihr Dings seid. Wenn ihr Mobile-Spieler seid, dann geht das leider nicht. Außer ihr müsst euch auf die Liste setzen, auf die Whitelist, aber dann bräuchte ich euren Roblox-Namen. Ja, also, Handys und Tablet, das sind alles mobile User, die gehen nicht. Ich verstehe es selber nicht von Roblox, warum die das noch nicht gefixt haben, wenn die anscheinend Mobile deren so großes Business, Marketing-Business-Ziel sind. Aber okay. Ich hoffe, die fixen das mal irgendwann. Das ist halt das Problem an diesen VIP-Servern. Aber hier habe ich halt bessere Übersicht. Wir natürlich mit Codes machen können, aber Codes, das zieht sich in die Länge und ist sehr umständlich und. Oh Mann, echt, das war eine grausame Tour. So. Mal kurz Inventar lernen.
Kaktus anpflanzen. Abfuck. So. Ich glaube, jetzt sind soweit alle reingekommen. Gibt es eine andere Chance? Ja, ja, gibt es. Wenn du mir den Roblox-Namen hier reinschreibst von deinem Roblox-Account, dann kann ich da den auf die Whitelist eintragen, sobald keine Fehler wieder auftauchen mit den Datenschutzeinstellungen bei Roblox. Das heißt, am besten den Namen reinpacken. Sind wir eigentlich voll überhaupt? Jetzt mal kurz gucken. Und wenn wir voll sind, ist das natürlich auch doof. Ach, mit einfach nur ein Schwert. Nicht mal alle drei. Server, also da passen noch, wie gesagt, noch welche rein. Ich müsste halt nur den Roblox-Namen wissen. Da ist schon der erste. Mal gucken, ob es funktioniert oder auch nicht. Hauptkaspersky. Wer ist das nochmal gewesen? Min Yongi. Du musst bei deinen Dateneinstellungen in Roblox musst du einstellen, dass du auf fremde VIP-Server auch eingeladen werden kannst. Und bei wie heißt er nochmal? Bei Daniela, da ist das Problem, dass der Name anscheinend verkehrt geschrieben ist oder sowas. Der wird anscheinend nicht erkannt und nicht gefunden von Roblox. Das bin ich aber noch größer. Was? Junge. Alter, was hast du gemacht? Ich einfach Arme hochgenommen. Achso, die Arme. Also wegen dem Tanzen. Ja, ja. Jetzt bin ich fast so groß wie der Baum, Alter. Oh, Junge. Hallo, Noxus. Rar. Willkommen, Stream. Ich glaube, die anderen sind schon drauf, oder? Nee, sind noch nicht drauf. Cool. Ja, das ist, das kann gut sein. Ah, jetzt, so, jetzt ist er drauf. So, das heißt, Makreme oder Makreme 111 oder wie viele Einsen da noch sind, du kannst jetzt draufkommen. Ich komme mal kurz noch die anderen auf die Liste. Wenn ich die Liste finde. Ach Mann! Ja, auch bei Rodney, da ist der Name auch irgendwie verkehrt geschrieben. Roblox sagt, den gibt's anscheinend nicht. Passiert, aber man kann leider nicht jeden mitnehmen. Dafür habt ihr den Livestream und könnt dabei zugucken. Ja, XD-Fisch ist schon auch nicht irgendwie relevant. Irgendwie auf Roblox, warum auch immer. Also, ich schätze mal, das buggt gerade, weil das kann ich nicht vorstellen, dass drei Usernames nicht zählen. Wie denn? Jetzt ganz einfach auf, lass mal auf Mobile. Einfach auf das Spiel Ascent gehen und dann bei Server. Da müsst ihr jetzt eigentlich irgendwo den VIP-Server mit dem Namen VO13 auftauchen, von VO13. Welcome back, Jason. Und dann könnt ihr schon drauf beitreten. Dann nehmen wir noch den einen mit und dann legen wir los. Weil wir schon, 8 Minuten schon verplempert haben. Die hast du verplempert, nicht? Wo stellt man das um? In den Einstellungen und dann Datenschutz. Wenn das nicht auftritt, also wenn du dann gefunden hast mit Privatserver, aber da steht nur keiner und nur meine Freundin, dann ist es dann an deinem Account, ist das Problem. Paul ist mein Sohn. Ja, guck, packen wir den Paul auch noch rein da. Mal gucken, geht's bei Paul. Paul, passt der rein? Hä? Also irgendwas backt da rum. Mach mal kurz. Das kann nicht sein. Der sagt angeblich, gibt's nicht. Mal gucken nochmal. Ed. You must enter in valid username. Also irgendwas ist auch beim Paul verkehrt geschrieben. Ich weiß auch nicht, was Roblox hier ist. Makrame, du bist bei mir auf der Insel. Ah, jetzt, okay. Hi. Also das gleiche auch nochmal bei Paul. Yeah. Paul muss in. Angus. Kannst du bitte reden lassen? Hallo? Nein, ich rede. Okay. Angus Ace, danke für den Follow. Ja, danke. Nichts. Okay. Also bei Paul ist das so, er muss in den. Oh, guter Firefly. Paul muss in seinen Privateinstellungen, dann bei Datenschutz und dann, wer kann mich in den Privatserver einladen, auf jede einstellen. Dann kann ich ihn auch einladen. So. English. Wie gesagt, er muss seine Privateinstellungen umändern, dass er auch rein kann. Dann kann er auch reinkommen.
Ja. Genau, da habe ich mal wieder noch einen englischen Zuschauer dazu bekommen. Wie kommt man auf die Ehrenmann-Wand, wenn wir als Beispiel... Was 1000 jetzt, Euro. Nein, nein. Was wir jetzt zum Beispiel hatten, als Beispiel, also bestes Beispiel ist jetzt zum Beispiel den Blueprint gegeben hat vom Kaktus-Teiler. Vom Kaktus, Spike-Sword, so. Nein, ich habe es... Was, ich habe es gefunden, aber... Es gibt nicht jeder. Ja, Minyongi, dann ist das Problem, weil dein Account unter 13 Jahre alt ist, gibt's das nicht bei dir. Das ist so eine Sicherheitsfunktion, dass du nicht bei irgendwelchen random Leute irgendwie draufkommst und so ein Kram. Da kann ich dann leider auch nichts ändern. Dann liegt es an deinem Account, Age. So. In der Zeit, wo wir noch warten, guck mal kurz, was die Kisten machen, weil jetzt leckt der Server nicht wie Hölle. Da ist schon was angekommen. Ist schon da so. Ist mein kleine Kuh. Die macht Mu. Ach, ich habe ja noch die Witch Trophy. Die kann ich auch erstmal platzieren hier. Wir müssen mal für Paula eine Scheune bauen, die Arme. Die chillt die ganze Zeit in ihrem die Käfig. Die Paula, die hat Flecken. Hier kann man ganz schön lecken. So, dann machen wir noch das Bett. Oh. Bett hier für meine Kuh. Bin auf einer anderen Insel. Ja, ja, also wenn du jetzt was drauf. Ist drauf. Ja, Makrele ist drauf mit 4,6 Billionen. ja, das Ding ist, dass du auf deiner Insel bist. Und wenn du jetzt zum Beispiel beim Paul auf der Insel gebaut hast, dann ist es so, dass Paul drauf kommen muss. Deswegen. Oh Mann, der Chat in meinem Weg. Paul muss drauf kommen, dass ich dann, wenn es darauf ankommen soll, dass Paul uns jetzt. Achso. So, dann bauen wir noch ein Bettchen für unser Küchchen. Wo ist mein Kuhbett? Was, bitte komm doch mal wieder. Was mit? Nein. Die, ich glaube, ich hab. Die. Achso. Ich check's. Ich glaube, ich hab das Bett für meine Kuh verloren. Oh, oh nein, der Haufen. Oh nein, meine arme Kuh. Kann ich neues bauen? Nee. Ey, Blümchen. Dann kann ich noch Blümchen züchten. Wie macht man das überhaupt? Wie macht man überhaupt ein Kuhbett? Ja, aus Heu. Ja, aber was für einen Werkzeugkasten brauche ich dafür? Oh Mann, jetzt stehen es alle wieder im Weg hier. Ist es im Animal Bench? Ja, ja, ist im Animal Bench. Achso, ich habe noch nicht Level 4. Aber das Server leckt zu hart. Also Achmat, komm mal lieber mit, pack das dann lieber in die Kiste da rein, weil es sieht man geht gar nicht gut aus. Set 3 Milk Buckets. So, und dann sehr machen wir gleich bewerten. Gehen wir mal kurz in den Secret-Raum. Secret. Och man, die Tür geht zu, hat so einen heftigen Delay einfach. Bleib doch mal zu. Geht doch. So. Oh, er fällt einfach durchs Loch. Eins Eimer. Bucket. Ist jetzt eigentlich Paul drauf? Paul. Oh. Ein Heubett, danke. Hier ist noch nicht drauf. Huch. Könnte hier meine Kuhheier machen. Schwarze Hibikus, so wie man ausspricht. Ehre. Mal kurz die Kiste hier leer, dann kann man den ganzen Plunder da reinschmeißen, auch in der anderen. Und ganz viele Blumentöpfe. No name, Ehre. Oh mein Gott, das ist wegen dir kann meine Kuh endlich wieder ruhig schlafen. So, einmal kurz noch die Sachen hier aufheben, die ganzen Blumentöpfe. Die Desert Chest. Jetzt können wir gleich reingucken, was die Desert Chest, wie die aussieht, was wirklich nur ein Skin ist, ob die uns doch angelogen haben. Kappa? Safe nur ein Skin. Die werden wahrscheinlich nicht das Inventar jetzt geändert haben. Obwohl, das fände ich schon meiner Meinung nach. Ja, cool. Nee. Wäre schon cool. Ah, noch mehr Trophies. Hab ich noch nicht genug von. Können wir vielleicht verlosen, weil wir heute. Ein paar Erdbeer Battles Insel bewerten. Ja, ich war ja auf dem Paul noch. Nee, das ist nicht wichtig, der Paul. Spaß. Okay, aber ich glaube, da hat Makrele. Ja. Also, ich sag mal kurz, und das. Kann ich. Genau. So. Hat's Paul geschafft? Paul klappt nicht und ich bin auf einer fremden Insel.
Ja, dann scheint das wohl das, schätzen wir das von Paul, dass die Insel ist, also das, wo ihr gebaut habt, dass es auf Pauls Insel ist, das Ding. Das ist natürlich ein bisschen doof, wenn es bei Paul nicht geht wegen der Einstellungen, weil er unter 13 anscheinend dann ist. Ja, kann man leider nichts machen. Ja. Ich würde sagen, wir bewerten dann schon mal. Auf geht's. Das heißt, wir gehen als erstes zum Wolkenaut. Wolkenaut. Lass mal kurz die Map laden. Oh Mann. Ach, ja. Junge, was hast du für lange Joris? Warte. Whee! Ich weiß nicht, wie es dir gerade aussieht. Das sieht schon lustig aus. Ja, du liegst am Boden und drehst dich. Ja, oder? Um den Bambus halt. So, jetzt aber. Faust, so, kannst du mir das Kaktusschwert bauen? Bitte gebe dir, was steht da? Ich muss das nicht lesen können. Gebe dir 27 und komm mit mir, zeig dir das neue. Okay. Dixi, danke für der Follow. Dann laufen wir Wolkenaut hinterher. Was ist das hier? Ein fliegendes Ei? Nein. Ach, fall auch nicht auf diesen blöden Trick rein. Was ist das? Das ist ein Busch. Warum ist der Gold? Weil der überbelichtet ist. Lol. Enjoy my island, please. Ach so, ich weiß, was er meint. Ich soll ihm das Kaktusschwert machen. Aber, warum wird das dann gelb? Egal. Wir fangen jetzt mal, was es Neues gibt. Los geht's. Ja. Also, sag mal, was hier neu ist. Geil, voll neu hier, Alter. Dix, I'm looking into it. Kann es sein, warte, was? Hab meine eigene. Bin im Server, aber ohne meine Insel. Hä? Also, eigentlich hat jeder seine eigene Insel. Ich weiß nicht, wie man auf dem Server, auf dem VIP-Server sein kann, ohne die Insel. Kann es sein, dass meine Insel zu groß ist? Bin am Baulimit? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Kannst du uns allen das Kaktusschwert machen? Oder brauche ich einfach ganz viele Kakteen dafür, wenn ich ehrlich bin? Ja, auf geht's. Alter, ich muss einmal kurz. Oh, Junge. Wie sah aus, wie ich hochklette? Tschung. Einmal Wolk hinaus, komm mit. Schneller. Junge, wie hoch ist dieser Bambus? Ich bräuchte eventuell irgendwas durch das einzelne Bambus. Ball ich da gleich 5 Stück rein. Oh, ich kann es anders machen. Ich gehe mal kurz einmal rüber. Dann gebe ich kurz Wolkenaut ein Schwert. Mann, jetzt geht noch die Kiste rein. Mal kurz über den Amboss fertig. So. Und jetzt zurück zu Wolkenaut. So, das ist drin. Dann gucken wir mal kurz. Wo wir jetzt hier was Neues gibt. Ich weiß noch nicht, das Among Us-Teil ist vom letzten Mal. Junge, wie hoch ist denn dieser Bambus? Hä? Warte mal. Dem, wer bitte hat nicht gecaplockt, aber trotzdem, der wurde als Caplock gesehen. Aber okay. Okay. Eingang, ich glaube, hier, das scheint neu zu sein, oder? Oder wo ist neu? Ja, komm, ja, dann laufen wir mal. Was ist neu hier? Ach du Kacke, hat er jetzt nicht durchgezogen. Okay, bam, er hat auf jeden Fall ein Lager sich anscheinend gebaut, so wie es aussieht. Ein komplett dickes. Lol, was? Ja. Ich bin nicht oben am Bambus gespawnt. Kommst du bitte runter? Und die Insel bewerten. Du läufst einfach bei Leuten auf der Insel rum, oder? Wo bist du denn? Unten. Ich komme nicht runter, ich bin zu groß. Ihr leckt einfach. Ich komme nicht runter, ich bin zu groß. Ah ja, stimmt, du bist ja zu groß. Okay, so. Egal, ich bin einfach oberflächlich. Ja, wir gehen alles oben nur. Wir gehen jetzt eben weiter oben gucken. Oh, eine Weizenfarm, very good. Oh, stimmt. Hier hinten, guck mal hier nach hinten hin. Da bist du auch gerade. Noch auf dem Weg, ja. Hey, du hast. Hey, die sind voll nah. Das sieht nice aus irgendwie. Ja. Auch gleich Terra geformt hier. Ein kleiner Hügel. Dann die Maschinen hier auch in diesem Art, sag mal, Baustellenmarker-Look. Sieht auch auf jeden Fall richtig cool aus auch. Na, guck mal, was er vorhat hier. Aussicht, eine Ölzapfsäule zu bauen. Hier wird er jetzt auch Öl pumpen.
Ich schätze, dass das die neue Ecke ist, sieht man eindeutig. Ja, sieht auf jeden Fall richtig nice aus und mir fällt auch diese Streifenformation hier, finde ich richtig cool gemacht eigentlich. Und das hier sieht auch, hat, es sieht also, es ist nichts Spezielles so, aber es sieht irgendwie, es hat irgendwas. So. Hoppala. So. Oh, Gold. Ach, oh. Danke, Junge. Jetzt gehen wir in eine Ecke rein, wo der liebe Boateng nicht rein kann. Also hier, only exclusive. Was ist das? Cheeseburger schon wieder wegsnackt. Ah, das ist ein Dings, eine Copper. Cheeseburger, ich esse dich auf. Ich esse euch alle auf. Eine Copper Farm, okay. Handball Roman, dich sowieso. Du bist nicht mal in meinem Stream, Junge. Also eine Bronx Copper Farm, oder wie das heißt. Bronx Copper. Gold, Dingsbums. Ich find's halt lustig, wie langsam er ist. Einfach so, wie er leckt einfach komplett. Ich glaube, wir zu Kuhn rennen. Bin schneller als er. Noch im Bau. Sieht auf ihm schon noch was aus. Ich mach schneller als du. Bam, 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 bam. Er kümmert sich einfach um andere Dinge, okay. Ich krieg Gold. Ja, auf jeden Fall, nice, nice. Gefällt mir auf jeden Fall die neuen Sachen, die es zu sehen gibt. Ich würde sagen, wir gehen dann weiter zum Master Ninja 07. Weiter geht's zu Master Ninja 07. Master 07 Ninja, oh. Wenn ich bin da. Eine sehr große leere Insel. Was sehe ich das gerade? Die ist komplett rund, die ist genau rund. Guck es mal an. Warte, ja. Hey, okay, das ist heftig. Oder? Oh, ich liebe Gold. Denke ich das nur, ist das... Nee, doch. Die ist genau rund. Ach du Kacke. Also da hätte ich in Esel auf keinen Bock aufs Fall auf sowas zu machen. Einfach die... Ja, einfach so die... schwer ist es nicht. Das ist halt wie immer. Ja, es ist nicht schwer, aber in Esel ist es halt ein bisschen nervig, das so zu bauen. Warte mal, die ist nicht genau rund. Doch, doch. Nee. Doch. Nee. Das sieht nur so aus. Nee. Ja, da baut es anscheinend noch. Nee, hier, guck. Warum hat die Musik aufgestört zu shoppen? Was erlaubt sie sich, Musik? Warte, Es ist nicht rund. Mein Profi-Auge. Kannst du meine Insel abchecken? Das ist mein Code. Wir machen gerade nur VIP-Server, sonst dauert das wieder Ewigkeiten. Dann. Ja, das können wir nicht mal alles machen. Das ist halt unmöglich dann. Dann bleiben wir schon eine Stunde nur um Insel bewerten. Ja, aber wenn du guckst da. Ich schätze, das wird nachher abgerundet noch. Nee, nee, nee. Ist nicht rund. Okay, ist halt dann nicht rund. Ja, auf jeden Fall, ja, viel Spaß hier zu bauen. Ich bin mal gespannt, was hier überhaupt kommt, weil das so viel zu bauen, das ist schon interessant. Aber wir warten mal drauf ab. Wir warten mal drauf ab. So, gehen wir dann rüber zu... Ja gut, das ist nicht du. Dann gehen wir zu No Name. Wow. Hat sich denn hier was geändert? Auf jeden Fall... Kapitän. Das stimmt. Was hat er denn hier so Tolles? Wir verkaufen Kaktus-Bike für 1,2 Millionen. Test-Blueprints für 80k. Vampor-Blueprint, okay. Nein! Ja, auf jeden Fall, ja, sieht auf jeden Fall nice aus, auf jeden Fall. Schätze mal, ist es ein Bau oder so? Aber ich bin mal gespannt, was noch kommt. Auf jeden Fall, die Bäume sind richtig süß ausgemacht, irgendwie. Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Zielspiel rüber. Cheeseburger. So, letztes Mal war ja das hier noch, oh, es leckt hier so kurz. 50.000 Coins. Nein. Weißt du, auf jeden Fall, das war das letzte Neue. Gibt's hier was Neues überhaupt, Cheeseburger, wenn du irgendwo jetzt gerade auftauchst? Das würde mich interessieren. Junge, ich komm da nicht hoch. Und bist du groß? Ja, jetzt schon. Oh, endlich mal jemand, der Blöcke... Eingänge und Ausgänge 3 hochbaut. Hello, Gabe, yo, Po. Hallo, Faro, es gibt nichts Neues, kannst wieder gehen. Okay, dann gibt's halt nichts hier, dann gehen wir wieder. Auch geil. Gehen wir zu Alex, der Held. Was ein Held? Der Held, ja. Oh, er baut gerade was. Irgendwas. Boah. Ich muss gucken. Oh, Alter. Alter. Das sieht nice. Oh, Junge, das Game kommt gerade nicht drauf klar, aber es sieht auf jeden Fall nice aus. Schenke sind cool. Ich weiß gar nicht, warum es gerade so leckt wieder wie die Hölle, aber. Junge hat eine Burg. Ich muss sagen, diese Winterlandschaft sieht echt nice aus. Imagine mit dem Schnee in dem Game. Merry Christmas, ja, ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh dafür, aber okay. Und die Burg, genau, die Burg. Kann ich da drüber, weil ich so. Boah, das ist ganz knapp. Also auf jeden Fall, die Schneelandschaft gefällt mir richtig. Ich glaube, die Burg, die ist. Ah ja, doch, die Burg auch heftig ausgebaut, sehe ich gerade, weil. Wo ich die letzte war, war nur das Tor da, deswegen Lol. Gucken wir uns das mal an. Und jetzt denn? Verneig dich vor mir. Oh Mann. Oh Mann. Das sieht auf jeden Fall richtig fett aus hier, die Burg. Geh mal konkret hoch. Alter.
Junge, Pet. Komm mal hier hoch. Alter, komm mal hier hoch. Ja. Das sieht wild aus. Oh. Alter. Aber gehen wir noch höher. Oh, hier ein fein Esstisch schon mal daher. Oh, Familiendinner. Hier lässt er sich schmecken. Ja, das ist die Schmandecke. Mhm. Das ist die Küche dann. Küche, komm mal da rein. Ah, geile Küche. Okay, komm hier raus. Noch höher. Was ist denn für eine Bababook hier bauen einfach? Wie dann haben wir Wolkenkratzer hier. Oh, man kommt, guck mal, was geil aus, wenn hat hier. Das sieht auf jeden Fall richtig, richtig nice aus. Die Winterlandschaft gefällt mir richtig mit dem die Idee. Ich hoffe mal, wir kriegen auch Schnee. Also so ein Weihnachts-Update, das wäre richtig, richtig cool. Vielleicht mit einem neuen Baum oder sowas. Fände ich richtig geil, wenn das kommen würde. Auf jeden Fall richtig nice. Bin ich mal gespannt, wie die Burg noch weiter ausgeht. Die sieht richtig, richtig vielversprechend aus. So, dann gehen wir zum DJ Phoenix 1, 2, 3, 4, 5. Gehen wir rüber da. Bam, Junge, rein da. Komme auch mit MacBook nur ohne meine Insel rein. Würdet ihr auch über Code joinen? Ja, dann machen wir ausnahmsweise da für die eine Person den Code. Oh, oh, oh. Kein Plan, wie man das schafft, ohne Insel hier drauf zu kommen, aber das ist mir ein Mysterium. Aber egal. Hm. So. DJ Phoenix. So, alle bauen jetzt hier ein Schloss. Das ist der Trend geworden, oder wie? Ja. Ich bin das Trendsetter. Ich wollte auch noch ein Schloss bauen, aber komm nicht zu weit an. Handelraum, ah ja. Geh eh nicht rein. Dann machen wir. Ich bin so als letztes. Oh. Jetzt geht ja mal Musik schon wieder ab hier. Ja, Mann, nicht so. Ah, hier ist eine Wand. Was steht denn hier? Ah, ja, ja, aha, aha. Okay, Eigenwerbung. Okay. Hier ist eine, schätze mal, Blumenfarm oder sowas. Mal gucken. Oh, nee. Aber ich sagen muss, das Haus da, das eine, das sieht richtig nice aus, warte. Das hier, wo du gerade stehst. Ja. Wo ich gerade reingehe, wo du nicht reinkommst. Okay. Das sieht auf jeden Fall, ja, schon etwas vielversprechend aus. Würde ich sagen, ja, sieht auf jeden Fall schon mal nice aus. Ich würde dann sagen, dann, moven wir weiter. Also, Ahmad. Zu Ahmad, genau. Ich bin mal gespannt, was es noch gibt hier. Ahmad, sehr kleine. Here we go. Sehr kleine Insel. Wow. Komm, das Ding ist so, Ahmad baut immer eine neue Insel und wird immer nachher irgendwie auseinandergenommen wieder. Hier ruhen die kleinen Orangen. Augen offen lassen. Der da reingeht, bekommt eine M. Nur eine Minute drin bleiben. Okay. Komm nicht rein. Boah, das ist hell. Boah, Junge. Was ist hier? Ich sehe gerade gar nichts, ne? Also hier ist wirklich komplette Blindheit. Ja, auch nice, wenn man hier nichts sieht und das Schild lesen soll. Boah, raus da. Kriegst da Augenkopfschmerzen. Was ist hier eigentlich drunter? Ui. Es sieht fancy aus. Das sieht richtig fancy aus. Also, ach, man kann richtig gut bauen. Das kann man ihm sagen, auf jeden Fall. Kann ich da hochgehen? Das ist dieser eine Raum noch. Ich will da hoch. Ach, lol. Wie bist du denn hier reingekommen? Ach so, lol. Das Ding ist, Ahmad ist so ein bisschen wie Craft Attack. Die bauen so viel, so richtig krankes Zeug und dann nachher einfach alles weg. So, verstehst du? Und genau das ist gleich mit Ahmad. Er baut voll gute Sachen und nachher ist alles wieder weg. Ja, normal. Okay, dann speichern wir den Code. Wie gesagt, bleib auf dem Server, dann werden wir da nachher kommen. So. Auf jeden Fall, ja. Vielversprechende Insel wie immer. Also von Ahmad kann man immer Tolles erwarten. Jetzt gehen wir zu Rodney. Und gucken uns mal da die Insel, ey. Okay, ja gut, das ist jetzt nicht viel. Das ist eine Starterinsel. Was steht hier? Mhm. Im Ausbau, Hashtag ist für deine Statue Blumenfarm. Ach so. Ah, ich weiß, was er vorhat. Der will. Oh ja, Big Brain Move. Weißt du noch, ich hab doch gesagt, ich wollte doch mit den Steinen bauen, ne? Mich selber. Ja. Aber, warum nicht mit der Farbe? Hier ist eine Kiste. Ja. Das ist doch der Big Brain Move. Ja, Ich bin gespannt, was noch kommt, auf jeden Fall. Wenn du mich hier nachbauen willst, wie ich dann aussehen werde. Bestimmt lustig. Ja, Starterinsel.
bin ich mal gespannt, was dann kommt noch. Dann würde ich sagen, gehen wir zur Handball Roman. Denn das hat noch gefehlt bei ihm. So, dann kurz ein bisschen laden. Hat's geladen alles? Perfekt, okay. Was ist neu? Wir haben hier ein PP, persönliches Pech. Nein, ich glaube, hier ist nichts neu. Oder ist hier was Neues? Also die Glasstücke kann ich mich noch erinnern vom letzten Mal. Ja, der Baum war auch da. Ich glaube, großartig ist jetzt hier nichts Neues. Eventuell vielleicht die Farm hat ein bisschen ausgebaut, aber so an sich ist hier anscheinend nichts Neues. Aber er wollte sie da abbauen lassen. Das heißt, ich würde sagen, das machen wir, wie gesagt, nach dem Stream. Kann auch jeder abbauen. Aber wir dann einfach den, obwohl, hat der das Tor? Ne, hat er nicht. Wird ja abgebaut. Okay. Ja, machen wir einfach dann nach dem Bewerten. Ganz einfach. Ja. So. Ja, mit dem Abbau würde ich dann später machen, gleich dann. Als Servercode, dass da auch alle dann drauf kommen können nach dem Bewerten. Das heißt, ich würde sagen, machen wir weiter. Machen wir das, wie gesagt, am Schluss dann nach der Bewertung. Kekmaster. Oder Keksmaster. Kekmaster. Baut hier, glaube ich, auch eine Among Us-Figur, aber von der Seite, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Schneelandschaft. Ja, das ist, auf jeden Fall eine richtig tolle Schneelandschaft. Ein bisschen klein, aber fein. Boah, der leckt gerade. Steht hier. Keksmaster. Ah, okay. So ein Name mehrmals auf den Teil geschrieben. Und hier baut er eine Hütte. Die sieht interessant aus. Ich weiß noch gar nicht, warum es hier brutal gerade leckt wie die Hölle wieder. Aber okay. Ja. Ist eine Starterinsel, kann man jetzt nicht schnell viel sagen, aber das da sieht schon mal vielversprechend aus, auf jeden Fall. Ja, bin mal gespannt, was noch kommt. Dann würde ich sagen, gehen wir dort weiter, weil hier gibt es halt nichts viel zu gucken, ne? Mhm. Und dann hat nicht schon No Name? Mal kurz. Ja, ja. Okay, dann sind wir durch. Ja. Ja. Dann machen wir noch einmal kurz den Code fertig. Ich hoffe, die Person ist noch im Server drin. Ich guck mal kurz, ob der Code geht. Wenn nicht, dann ja, geht halt nicht. Mal gucken. Hat er gegriffen? Ich glaube, er hat gegriffen. Hat er? Nee, hat er nicht. Ist die Person auf dem Server gerade? Nee. Also der Server müsste eigentlich greifen. Warum er es nicht tut, ist jetzt gerade eine Frage. Was ist ein Test-Totem? Habe einen gekauft. Das ist ein Totem, das es zum Anfang des Games gab. Und ich glaube, jetzt hat er gegriffen, oder? Ich kann gerade auf nicht Roblox zugreifen. Hallo? Ah, geil, spürt sie auf Gang. Ah, okay, doch, hat funktioniert. Dann gebe ich dir auch mal kurz noch den Link. Was heißt Link? Den Code. Komm mal drauf. Hallo? Ja. Okay, komm drauf. Eieiei. Uff, Bruder. Oh, wow. Okay, das ist heftig. Das ist, also jetzt, ja. Oh, wir kommen schon. Jetzt ist brutal. Jetzt ist brutal. Wir warten mal erstmal. Wir warten erstmal auf dich. Und dann, ja, das wird jetzt lang. Das ist eine, schon eine Ansage. Wir warten mal kurz. Ich muss wahrscheinlich erst das Spiel verlassen, oder? Nein, einfach Code eingeben. Ah, nee. Ja, ich glaube, das geht jetzt. Warte, bevor sie jetzt alle hier reinkommen. Ja. Habe ich schon drin, okay. So. Ja, Ich will mal kurz wissen. Oh, je. Ich lasse ihn überraschen. Ich sehe es wird brutal. So, wir haben jetzt alles noch. Komm her. Nein, komm her. Wir müssen jetzt hier wirklich strukturiert durchgehen. Also, wir müssen mal hier einen brutalen Shop. Der Goldflex ist am Start. Unter anderem der Sandflex auch. Ja, also. Naja. Ich würde sagen, wir machen das folgendermaßen. Da die Person sich besser auskennt mit der Insel als wir, wird es uns einfach eine Tour geben. Das heißt, wir warten mal kurz, weil der Delay natürlich wieder ein bisschen größer ist. Das wird jetzt, ja.
Wir laufen hinterher. Wir laufen hinterher. Also wir sind auch schon Purple Fireflies. Das wird brutal. Geile Tour auf jeden Fall. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ah. Hallo. Ja, hallo. Jetzt kommt's. Jetzt drehen wir uns gleich nochmal im Kreis. Oh, verkehrter Mode, mal kurz. Wo ist mein Wave? Egal, ich wave einfach hier. So. Ja, wir müssen uns auch jetzt hier ein bisschen vorbewegen. Ah, jetzt geht's los, okay. So. Eieieiei. Oh Mann. Oh Mann. Alter. Ah, das wäre schon wieder rein logischerweise ein Screenshot für Dings Ethan wert. Aber da muss man den Pfeil raus photoshoppen. Okay, sie rast gerade, glaube ich, ein bisschen durch. Oh. Achso, das ist eine Ausgucksplattform. Nein. Verstehe ich. Nein! Oh. Ah. Bist du auch unterfallen? Was, Alter? Nee. Oh, das ist schon so. Echt krass. Das ist schon, also es ist nicht, also man sagt, man würde jetzt denken, das ist nicht viel, weil es ein paar Gebäude sind, aber der Aufwand, der ist schon geisteskrank. Das ist asozial anhört, geisteskrank, aber ich will mal ganz hoch, warte. Es ist schon, habe ich schon vollen Respekt, dass man sich so viel Mühe gibt in Island, wenn man bedenkt, wie man Schwierigkeiten hat im Bauen, dass man nicht sneaken kann mit dem ganzen Kram, das beeinträchtigt einen schon ordentlich. So, jetzt sind wir ganz oben. Terraforming, das begeistert mich natürlich immer sehr. Wir haben da so eine fancy, wie nennt man das nochmal? Warte, ich hab's gleich. Aber wie heißen immer diese Sachen, die man immer gemacht hat im Mandalas, genau, Mandalas. Das Mandala-Haus, so nenne ich jetzt mal kurz, da hinten ist ein Mandala-Haus. Dann haben wir hier eine große Bank oder so, ich werde ganz gleich gucken. Eine übelst, glaube ich, fette Kathedrale oder sowas. Kleines Farmhaus, eine richtig geile Hügellandschaft und hier so eine, wie soll ich das nennen? Halle? Wir nennen es mal Halle. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur Kathedrale. Oh, das hat mich gerade voll gemaut. So, wir gehen mal kurz hier rein. Warte mal kurz. Die Musik wird gerade aggressiv bei dieser Stimmung hier. So. Kitzelbude. Oh Gott, was sind die Kitzelbude? Ach so, lol. Lol. Jo, was? Eigentlich ist das ja eine Kirche, aber das ist halt anscheinend so ein Chill-Out-Raum, sag ich das mal, würde ich nennen. Mit so ein paar Stühlen, Tischen. Ei, die Cola meistens. Ja. Viel Spaß, alle Cola, Alter. Warte, geh mal kurz, was ist denn das da hinten? Also hier soll es schätzen mal so eine Bar. Denke ich jetzt mal. Was haben wir hier? Okay, hier haben wir mal die totale Augenblendung wieder. Ah, das ist eine Disco-Fläche, so wie es anscheinend aussieht. Und da sind die zwei Musikboxen für die Musik. Das ist schon wild. Ein Club, genau, sage ich, ein Club. Die Kitzelbude, das ist der Clubname. So. Dann würde ich sagen, komm mal mit. Wo bist du? Da ist ich schon weiter ferne. Mit deinem little Head und dann gehen wir weiter. Wir folgen mal diesem Weg einfach mal. Wir gehen jetzt mal hier in die nächste Ebene. Oh, das. Allgemein der Aufwand, diese ganzen Purple Fireflies zusammen, das ist schon. Oh, Bruder, zu wild. So, dann haben wir anscheinend hier eine Farmecke. Ja, eindeutig eine Farmecke, also wo man seine Workbench hat. Und hier. Hier auf jeden Fall nice. Hoppala. Ja, das ist, glaube ich, ein kleiner Chillraum. Wenn man jetzt mal ausruhen will. Was ist hier? Ah ja, hier ist die Kuhfarm. Oh, yo. Wir können da rein. So. Kann man die Kuh kurz treten? Nein, wir streichen sie. So, die arme Kuh, die fungert doch hier. Komm, wir geben der mal. Okay, nicht. Okay, schade. Aber gibt's nicht Weizenblöcke? Oder täusche mich da gerade? Nee, gibt's nicht. Gibt's nicht, genau. Ich habe auch ein Dach gehabt als Weizendach, aber. Ja. Ach, Junge. Egal. Aber auf jeden Fall auch richtig nice. Gucken wir mal weiter. Ich würde sagen, wir gehen mal. Das sind den Fireflies, catch mich gerade brutal als krank. Wir gehen mal weiter zu der Terrier-Ecke. Da bin ich ja ganz wild immer drauf. Allgemein, das Wasser hier, das ist auch heftig.
So, was haben wir denn hier jetzt eigentlich? Ist das nur Terraforming oder ist da noch ein Secret irgendwo? Ich habe das Gefühl, es ist nur ein Secret, aber es kann auch nur ein Terraforming sein. Also hier ist nur Terraforming, sehe ich gerade. Was ist hier drüben? Hoppala. Das ist auch nur Terraforming, glaube ich, alles. Aber auf jeden Fall sieht nice aus. Auf jeden Fall so ein paar Berge. Jetzt kann man, obwohl, guck mal. Sieh an, da unten. Da ist was versteckt. Auf eine geheime Farmen. Mhm. Guck mal, ich mit diesem grünen Akzentton für die Nacht auch interessant gemacht. Mhm. Dann hier noch, was ist das? Diese kleinen Teile, wo man drauf treten kann. Und jetzt das Mandala. Die Mandala. Ach du Kacke, wie ich das hier schon sehe, die ganzen Kaktusse. Kakteen, tut mir leid. Kakteen. Ja. Ja, da spielt, glaube ich, eine sehr. Alter. Ach so, das ist eine Blumenfarm, ist das. Jetzt checke ich das. Eine Blumen- und Honigfarm. Auch wenn wir Honig kaum brauchen und nutzen. Eieieiei. Ach du Kacke. Also ich glaube, ich weiß nicht, bei wem ich gesagt habe, war das die übertriebenste krasse Base? Ich glaube Ahmad, da diese eine Burg. Aber bis jetzt. Ah, ich sag gerade noch hier. Nice aus mit dem Licht. Ja, ja. Das ist also gut harmonisch abgestimmt, aber wir haben noch eins vergessen, bevor ich gleich zum Endschluss komme. Wir gehen jetzt in die Bank rein, so wie ich es genannt habe. Oder Palast, das sein soll. Was ist denn das hier? Kohle. Hier sind Blöcke. Okay. Lol. Ah, hier geht's runter mal kurz. Hä? Hier, schau mal hier oben. Was denn, hä? Ich bin gerade voll verwirrt. Wie bist du hochgekommen überhaupt eigentlich? Achso, ja, ich bin groß. Ich bin groß. Also ich schätze mal, das ist eindeutig eine Farm, also versteckt in der Farm. Aua, nein, ich bin nur noch in die Farm. ja, eindeutig auf jeden Fall eine Farm. Ist hier noch irgendwas vielleicht drin, irgendwie versteckt? Hier ist... Ah, hier sind die Kisten, kann man es nicht sofort rausgrabben. Auch clever gemacht. Was ist hier? Hier ist eine Leiter, wo geht die hoch? Okay, geht hier hoch. Ja. Oh, das ist noch ein Brunnen, ist da noch, den wir komplett übersehen. Hier ist noch ein Brunnen. Oh, die ist auch süß. Guck mal, die Brunnen. Ha! Das ist süß gemacht. Das muss man sagen. Das ist echt knuffig gemacht. Ja, ich muss schließen. Steckst du fest, oder wie? Ja. Ja, guck mal, wenn so groß ist. Oh, das ist knuffig gemacht. Das ist wirklich knuffig gemacht. Ah, yo! Oh mein Gott! Also ich weiß nicht, ob ich das denke, nur ob das das sein soll, aber ich glaube, es soll unten so eine Reflexion sein, wenn ich mich nicht echt täusche. Oder das soll so sein und ich stelle mich gerade nur doof an. Aber ich schätze, das soll eine Reflexion sein. Sieht so aus auf jeden Fall, ja. Ja, also Fazit im Ganzen. Herzlichen Glückwunsch an dich, Makreme. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Makrame? Vielleicht spreche ich doch verkehrt aus. Makrene. Makrene, sag ich so. Ganz einfach. Ja. Bis jetzt, mein Fazit auf jeden Fall, hat Ahmad getoppt. Da muss ich leider Ahmad sagen. Ahmad, du wurdest von dieser. Du wurdest von dieser Dame hier mit ihrer brutal fetten Base auf jeden Fall. komplett auseinandergenommen. Die Base ist abstand jetzt momentan die beste, die ich je in Ascent gesehen habe. Von den Ressourcen, vom Grind her, von der Atmosphäre. Auf jeden Fall brutale Insel, muss man sagen. Anders kann man es nicht beschreiben. Es ist, wie es ist. Das ist einfach eine heftige Insel. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Bin ich ganz ehrlich, das ist eine heftige Insel auf jeden Fall. Bretterdicht groß. Was will man mehr? So. Jetzt müssen wir einmal kurz bitte. Genau, hatte schon fürs Insel bauen. Jetzt gehen wir mal kurz zu einem Dude. Die Insel abbauen, Event Gedönsbums. Ich guck mal kurz, ob der darauf connecten kann, ob das so noch lebt. Ob der jetzt beißt. Beißt! Fass! Fass, Server! Mal gucken. Ah, er fasst, okay. Das heißt, ich schicke mal kurz den Code rein. Da gibt es ein fettes Insel-Abbau-Event. Das heißt, da könnt ihr abbauen gehen. Ja, Ahmad, wenn du es jetzt schaffst, sie noch zu toppen mit dem Baulimit und sonstigen, dann, wer weiß. Bau was Fettes, ich weiß, du hast die Möglichkeit, du kannst es schaffen. Bring mein PC zum Laggen. So, wir warten jetzt mal kurz, bis sie alle eingetrudelt sind und dann auf los, wenn ich im Chat reinschreibe, dann
Kann er abbauen? Achso, Paul hat auch noch eine, oder wie? Oder wie bitte? Daniela, hat Paul auch noch so eine dicke Base in der Größe? Das wäre natürlich brutal krank. Wenn zwei Leute so eine fette Base hätten. Das wäre wild. Wenn das auch der Servercode ist, dieser WKBAL. War eigentlich sind Servercodes alle Caps geschrieben, oder? Ja, eigentlich schon. Es wäre noch eine Hausnummer größer. So, sind jetzt hier alle da? Wie viele sind jetzt gerade da? Ich kann die Tablets nicht öffnen. Ich glaube, die joinen gerade alle noch. Achso, wie ist deine User? Monochromie-Chat. Oh Mann. Code habe ich hier reingeschrieben. Verkehrte Code. Ich kann auch kurz mal reinspammen. Nein, ich werde die nicht mehr weiterbauen. Die hat mich übertrumpfen. Ja. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall, Daniela, für dich. Du hast es geschafft. Ich muss auch mal so eine Boardliste machen, wer mich am besten übertrümpfen kann. So, wie viel haben wir jetzt hier drin? Ein bisschen warten wir noch, komm. 2 Minuten noch. Groß, ja. Ja, aber Daniela, ist das der Code, den du dahinter geschrieben hast? WKBAL. Das würde mich interessieren. So. Paul 7. Oh, da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Dafür ist die echt krass. Ah, bin ich mal gespannt. Oh, warte mal, war das jetzt die Base von Paul? Oder wie? Ich bin jetzt komplett aus der Fassung irgendwie. Das ist komplett verwirrt. Voll. Geht nicht. Okay. Ja, wie gesagt, Daniel, muss mir den Code schicken. Ja, dann würde ich sagen, 3, 2, 1. Los! Einmal kurz Rechte geben, alle. Handball, Roman und Abfahrt. Dann gucken wir mal kurz das Geschehen an. Wir gehen mal kurz hier mal hier auf die Blumenfarm. Gut, da haben wir die beste Position, um uns das Gemetzel anzugucken. Ja. So. Einfach Sachen. bedient sich auch noch dran. Ja, ich habe. Nein, jetzt haben sie den ganzen Kissen gefunden. Nein. Wollte ich mir alle gönnen. Oh Mann. Vielleicht. Achso, ist doch der Code, okay. Ja, dann testen wir den gleich mal aus. Muss dann nur auf dem Server bleiben, dann können wir das machen. Wir lassen mal kurz hier die Base komplett terminieren von den Mitspielern und dann gucken wir uns mal noch die Base an. Wenn die auch auf dem Niveau ist für einen 7-jährigen Schakküsel, das wäre schon Overkill. Also ich schätze mal, vielleicht hat Daniela ein bisschen mitgeholfen, so natürlich. Aber beim Craften helfen und so, kann mir gut vorstellen. Aber wenn das persönlich alles gebaut hat, wäre schon heftig. Ist jetzt nur überraschen. Die sich der Cabo noch gönnt. Ach guck mal, ratzfatz ist hier schon die Mitte schon fast ausgebaut, aber abgebaut worden. Das ist schon krass. Also ich finde es krass halt, wie viel halt so weggeht in so schnell halt, ne? Schneller als ich gucken kann. Ja, das ist halt heftig, ne? So ein paar Leute, die können schon einiges hier abbauen. Ich wandere mal kurz, weil ich glaube, jetzt dringen sie in die restlichen Sachen ein. Da haben sie auch schon alles auseinandergenommen. Bedienen sich noch an der Farm. Alles wird hier gesnackt. Ja, Daniel, ich mache hier kurz einmal noch die Sache fertig. Also guck mal kurz an nochmal, wir haben ja Handball-Roman versprochen, dass wir das hier machen. Und dann gehen wir gleich rüber und gucken uns nochmal die andere Base an. Ich schicke dir mal schon mal den Code, Herr Boateng. Ja. Ich weiß nicht, ob der funktionieren wird. Schätze mal, es muss alles hochgeschrieben werden. Ich schreibe mal schon mal hier groß rein. Eigentlich wäre ja kurz mal groß geschrieben. So. Ging ganz schnell, muss man sagen. Das ist echt krass. Hat er allein gemacht. Okay, dann bin ich mal gespannt. Wie es aussieht. Also wenn er wirklich das allein, alles allein gemacht hat, boah, da bin ich mal gespannt. Also für einen 7-Jährigen da, in dem Spiel, das ist schon krass, wenn da gleich was Fettes auf uns zukommt.
So. Ich glaube, hier ist schon fast alles kommen. Okay, ich komm mal. Achso, jemand ihn, okay. Oh, da ist noch ein Goldplatz, sehe ich gerade. Da wollte ich mal kurz mal rüber. Ich will mir dann das Gold grabben. Und dann... Oh, das war so lahmarschig hinterher. Jetzt geht nichts. Hilfe, Server, bitte, schneller. Nein! Ich bin drauf an. Bin ich so ein Loch hier gefangen. Ah, dang it. Nein, oh, schon wieder. Ah, ja. Egal. Ich habe genug Gold. Okay. Ich würde sagen, an sich ist die Insel schon gut ramponiert worden. Die Bienen haben auch kein Zuhause mehr, die Ambienen. Ich würde sagen, wenn jetzt was echt Heftiges kommen soll, dann gucke ich jetzt nach. Ich gehe jetzt mal kurz auf den Server-Code. Mal gucken, ob der beißt. Beiß! Fass! Ich bin schon drauf. Achso, geht der Kleine oder Große? Große, ist keine Ahnung. Ah, Großer, ja, okay. Bin gespannt. Ich bin 7-Jährigen. Wir müssen nicht mal denken, wir haben den 7-Jährigen am Start, ne? Schlecht, Junge. Na, Spaß. Wir gucken jetzt mal. Er lebt noch. Oh, jetzt kommt's. Paul mit 148 Millionen. Boah, Alter. Okay, was ist das jetzt hier? Fahr aus. Ach so, das sind seine Lieblings-YouTuber, die hier an der Wand sind. Ah, da ist er. Gucken wir mal kurz. Wo bist du denn? Ich bin irgendwie im Spawn und dann bin ich runtergefallen, jetzt bin ich irgendwo da. Alter, das sind viele Sachen hier. Warte mal, ich will mal kurz eine ganze Übersicht haben. Junge, ist das viel. Ja. Also, wenn ich mir so vorstelle, wie viel Clay der gefarmt haben muss, das ist. Boah, auch schon wieder wild. Guck mal kurz. Es sieht schon geisteskrank aus. Also, wie viel Clay einfach hier verbaut wurde. Das ist halt noch geschmolzen. Das. Der ganze Aufwand. Das ist schon. Ja, was soll ich sagen? Schon brutal. Ich hätte wirklich keinen Bock, so viel. Aua. Brickstones zu verarbeiten. Alter, jo, hier ist die Kuh noch sogar. So, dann gehen wir das mal, versuchen wir das strukturiert durchzugehen. Wo bist du gerade? Oh, jetzt floss. Stern der Mauer. Jetzt floss der feine Herr hier, oder? Ah, da, okay. So, wir gucken mal. Wir gehen erstmal die Main-Insel durch. Was ist denn die Bude hier? Das ist ein Eingang. Das ist der Spawn. Okay, das ist der Spawn, okay. Wir gucken mal, wir gehen mal hier hoch. Wir haben auf jeden Fall hier einen dicken Tower. Oh, das. Oh mein Gott, das. Oh, das Eisenteil da hinten. Siehst du das? Ja, ja. Warte, habe ich den Point noch drin? Den Point habe ich doch noch drin. Da, nee, das war der Wraith-Mode. Das war auch nicht der Wraith-Mode. Dahin, da gehen wir mal hin kurz. Das checken wir kurz ab. Das sieht richtig brutal krank gefarmt aus. Also, Eisen, der Menge zum. Ich kenn's ja selber, ist schon eine heftige Sache für sich selbst. Guck mal rein. Das sieht richtig gemütlich hier irgendwie aus. Das sieht richtig modern aus. Kommst du hier rein? Ach ja, du bist ja drei große. Passt ja nicht durch. ich glaube, hier kommt noch was rein. Und hier ist ein richtig nicer Balkon. Guten Tag, Rotron. Wir sehen hier auf jeden Fall ein richtig nicer Balkon. Hier ist es richtig chillig, wie man sagen. So einen schönen Grillplatz. Da kann man hier schön grillen mit seinen Freunden. Und dann kann man auch gegenseitig essen. Paul macht alles alleine. Okay, das ist heftig für einen 7-Jährigen. Das ist schon krass für einen 7-Jährigen, dass er das so kann, finde ich. Was steht hier denn drauf? Das ist 2020 heißen? Ich glaube schon. Müssen wir die Challenges mal wieder machen auf dem Discord-Server. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Was ist das denn? Noch eine Eisenhütte, mein Gott. Also farming-technisch ist der komplett auch gut ausgerüstet. Junge, wie viel Eisen hat der bitte? Hier ist Eisen, da ist Eisen, wo ist noch mehr Eisen? Oh mein Gott. Oh, da testet sich da gerade hinten noch. Okay, dann ist hier noch eine Farm. Ich glaube, da wird noch gebaut sogar. Gucken wir mal weiter. Hier rüber, hier runter. So. Hier rüber. Opala. So, guck mal kurz. Okay, da hat ein Checkpoint irgendwo mitgenommen. Das sieht auch richtig geil aus. Also, ich bin nicht so der Fan von dieser Überbeleuchtung, aber das passt irgendwie hier so. Was ist das? Ist das Sand oder was ist das? Ich kann gar nicht sehen. Das müsste Sand sein, glaube ich. Sieht auf jeden Fall richtig geil. Das sieht aus wie so ein leuchtender, diesem
diese neuen leuchtenden Blöcke aus Minecraft, aus der Hölle. Genauso erinnert mich das gerade ein bisschen. Sieht richtig geil aus. Ja doch, das ist Sand, okay. Oh mein Gott, ich sehe jetzt schon Purple Fireflies kommen. Ja, wo sind die ganzen? Hier ist ein grüner, Purple, okay. Wo geht's denn hier lang? Ui. Oh, guck mal, das ist eine Trophäenausstellung. Die Airy Battles, die Witch und die, Dings hier, die Battle-Teil. Und dann oben hier noch ein kleiner Minishop versteckt. Ist doch richtig nice hier. Ja, ich kann das gar nicht. Früher konnte ich das richtig gut machen, aber nicht mehr. Hier noch eine Blumenpflanze sogar. Alter. Die sieht auch richtig groß aus. Was sind da denn drin? Achso, die verschiedenen Blumen. Auch richtig nice. Ja, glaube ich, hier wird noch gebaut. Da bin ich auch noch gespannt. Also hier bin ich mal gespannt, was noch hier hinkommt. Das wird richtig, glaube ich, nice. Kommen wir mal da hinten lang. Da war auch noch was. Aber für einen 7-Jährigen ist das schon, finde ich, schon extrem gut. Jo, wie viel Starfruit sie es einfach hat. Das ist schon brutal. Gucken wir mal kurz. Und hier hinten, hier sind auch noch Häuser. Ich glaube, da waren wir auch nicht drin. Ist das so eine Schmiedebude? Achso, das ist eine Eisenfarm. Warte mal. Hier ist eine Totemfarm, aber nur eine Totem. Hat er da unten Maschinen? Das würde mich kurz interessieren. Was ist hier? Hier ist auch noch eine Mini-Eisenfarm. Das geht alles hier runter in eine Kiste. Aber das ist nur eine kleine Kiste. Warte mal, das müssen wir nicht sagen. Okay, warte, hier ist das. Hier ist ein Lager. Und hier kommt man mit dem Shop an. Das heißt im Endeffekt. Alter, okay, das ist brutal. Das heißt im Endeffekt, das ganze Eisen, was du siehst, was hier verbaut wurde, ne? Finanziert er sich nur über die zwei einzelnen Smelter da. Ist krank. Wenn du mal vergleichst, wie viel Zeit das an Aufwand ist, das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Das sind, warte, wie viel sind das nur? Das sind nur zwei Smelter, die drei Eisen droppen. Davon, ich weiß nicht, wie viele Eisen am Blöcke hier verbaut, das ist schon krank. Das ist schon, also für einen 7-Jährigen ist das schon Overkill. Ja. Kann ich auf jeden Fall sagen, eine richtig heftige Base, auch für das Alter, muss man sagen. Auch wie das gebaut ist. Also ein 7-Jähriger wird in meinem Gedächtnis anders bauen. Aber das schon so zu bauen, das ist schon interessant. Also der wird, glaube ich, nach ein richtig großer Bauer. Der wird Bob der Baumeister, wird der. Du ein Bauer. Ja, wird auf jeden Fall, bin ich mal gespannt, was hier noch so kommt. Ich würde sagen, das war's dann mit Insel bewerten. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt rüber ins Giveaway. Das heißt, ich switch mal kurz auf den VIP-Server. Ja, das ist auf jeden Fall heftig. Ich würde aber wahrscheinlich nicht mehr zum Giveaway bleiben. Okay. Sondern würde jetzt schon weggehen. Komplett weggehen? Ja. Ah, okay. Bock mal auf die Junge. Boah, frech, Alter. Nee. So. So ein paar Sachen vorbereiten. Also. You know. Wünsche ich dir und euch viel Spaß bei den Giveaways. Tschüdelü. Ich hoffe, ihr gewinnt ganz viel. Ja. Dass ihr euch klauen könnt. Frech. Ciao, ciao. Tschüss. So, der ist jetzt weg. Drücken wir mal auf den roten Button. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt drin? Wir sind drin. Das heißt, wir werden wieder dicke Preise verlosen. Ich werde mal kurz gucken, diese Desert-Kiste. Desert, bitte. Danke. Kann man da vielleicht noch... Na, komm. Okay, ist wirklich nur eine normale Kiste mit normalen Slots wie die hier. Nichts Besonderes. Okay. Aber anderen Skin. Nice. So, das heißt, wir werden jetzt Folgendes machen. Ich werde die Kisten füllen. Das heißt, ihr werdet diesen lustigen Wartescreen euch wieder sehen. Und bei diesem lustigen Wartescreen werden wir jetzt das Giveaway machen. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, dann geht einfach rein. Ausrufezeichen Discord. Ich kann es mal kurz machen. Discord. Upp. Da könnt ihr dann auf meinen Discord joinen. Und da wird es dann in dem Giveaway-Channel
Bot, bitte reagieren. Danke. Da wird's auf meinem Discord-Server im Discord-Channel, ich bin schon komplett durch. Im Giveaway-Channel, der jetzt, wo ist denn hin, genau, bei Chat, da wird es dann wieder die Giveaways stattfinden. Das heißt, ihr könnt da schon euren Namen reinschreiben. In der Zeit, wo ich auffülle, wie gesagt, doppelte Namen am besten nicht reinschreiben, denn das bringt euch rein gar nichts. Das heißt, wenn ihr schon in der Liste drin seid, nicht noch neu schreiben. Danke. So. Das heißt, in der Zeit, wo ihr das macht, werde ich jetzt die Kiste füllen. Das heißt, ihr habt was zu tun, ich habe was zu tun. Und bupp, weg ist er. Das heißt, wir werden jetzt, wenn ich hier einmal, danke. So. Wir werden jetzt dann die Kisten füllen. Mal gucken, was packen wir denn heute rein? Also heute haben wir natürlich große Auswahl wieder. Und wir werden natürlich übertreiben wie immer. Man kennt ihn. Was? Warte mal kurz. Achso, das war der Fisch. Ich hab schon gedacht. So. Wir werden auf jeden Fall auch Schwerter rausgeben. Ich finde es aber gerade irgendwie nicht. Achso, weil die in der Kiste sind. Da sind sie nicht drin. Da sind sie drin. Industrie. So. Mal aufgestellt. Und dann werden wir wieder tolle Preise verlosen. Wieder natürlich mit der besten Menge, die es gibt. So, der Chat geht mir gerade ein bisschen im Weg. So, nein. Eine rein, danke. So, das da rein. Wir werden auf jeden Fall heute auch ein paar Spikes-Schwerter verlosen. Das heißt, dranbleiben lohnt sich. Und ein paar Rage-Bets, würde ich sagen. Wir hauen jetzt richtig auf die KG. So. Dann packe ich mir die nochmal hier rein. Na komm. So. Was können wir noch verlosen? Was haben wir lange nicht mehr? Das ist die Frage. Spitzhacken haben wir lange nicht mehr gehabt. Hupsala, habe ich das geleakt schon? Na gut, passiert schon bei den allerbesten. Davon können wir noch welche packen. Warum nicht? Ist ein kleines Sammler-Item für die ganzen Sammler unter euch. Hier können wir noch was zum Mitnehmen. Das heißt, wo sind sie denn? Einmal hiervon und hiervon. Hat auch lange nicht mehr, was ich da auch gerade reingepackt habe. Und dann werden wir noch. Was haben wir noch? Was hatten wir noch nicht? Ah. Die hatten wir lange noch nicht mehr. Ach, Mann. Ah, jetzt muss ich wieder. Dieses Inventar, die ist jetzt manchmal so zum Kotzen, aber egal. So. Und noch ein Item würde ich reinpacken und dann sind wir ready to go und können dann loslegen. So. Packen wir mal davon welche rein. Davon, davon und davon. So. Machen wir mal einmal kurz diesen lustigen Screen hier weg. Hopp, da bin ich ja wieder. Hallo. So. Jetzt fragen sich sicherlich die Leute, was gibt es denn wieder Ultralatives hier zu gewinnen? Es gibt natürlich wieder den größten, allergrößten Kram zu gewinnen. Mal kurz gucken, dass sie alle eingetragen haben. Scheint wohl so, das heißt, ich kann das wieder schließen. Zack. Bei da oben, bei dem Ding. So. Also, wir haben jetzt ganz tolle Sachen am Start wieder, ne? Nämlich, wir werden jetzt Folgendes verlosen. In 3, 2, 1. Einmal hiervon, wenn wir es folgendermaßen machen, weil ich nicht 4 Items reinpacken kann, geht's halt auch schlecht, ne? Deswegen, werden eigentlich nur, sind es alles 4 Items, aber weil es halt nicht geht, müssen wir es halt so machen. Davon, wie gesagt, immer 4, wie viel, werde ich dann im Giveaway verkünden. Und hiervon wird es sein, dass jede Person, das heißt, wird als Beispiel bei den Starfruit Seeds, wird es 2 Gewinner geben, die 60 mal Starfruit Seeds gewinnen können. Und noch 2 Gewinner, die einmal 60 Berry Seeds gewinnen können. Ganz standardmäßig auf entspannt. Und ja, hierbei die Maschinen, ne? Erklärt sich von selbst. Und ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit dem größten, diesmal, nämlich mit den Starfruit Seeds, würde ich sagen. Das heißt, ich werde jetzt auf meinem Discord, werde ich jetzt, ja, das eingeben. Und dann werde ich euch in euren DMs dann
den Starcode, Starcode sei schon, den Seed, den Link, mein Gott, bin komplett schon durch, den Link euch geben. So, das heißt, wir werden es folgendermaßen machen. G-Crate Giveaway. Und wir werden, ihr habt 30 Sekunden Zeit zum Voten, ich sag's jetzt schon mal vorab, am besten immer im Great-Channel sofort gucken, weil YouTube eine große Verzögerung, deswegen, ne, ihr wisst Bescheid. 60 mal Star Frute. Oh, ist schon noch Star. Ihr wisst schon, ich meine, rein da und jetzt voten. 60 mal Star Frute Seeds könnt ihr gewinnen. Davon wird es 2 Gewinner geben. Mal gucken, wer der glückliche Gewinner ist. So. Wenn ihr MOBA-Spieler seid und ihr seid noch nicht auf der Whitelist, am besten Bescheid sagen, weil sonst verzögert es sich. Gegebenenfalls euer Preis, verfällt dann. Und so einfach ist das. So, noch 2 Sekunden lege ich am hinterher. Und gewonnen hat die Starfruit Seeds. Nämlich. Grüße gehen raus an den Bot, dass er wieder Ewigkeiten braucht. Wir warten jetzt noch. Eine Sekunde, okay, noch eine Sekunde. Warte. Ganz, ganz ruhig. Spannend wird's hier. Wir haben 13 Beteiligte. Wir warten mal kurz und gewonnen. Oh Gott, der Giveaway-Bot. Oh, jetzt da. SFC Fallen und Greenscreen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt nur ein paar weitere Starfruit Seeds gewonnen. Viel Spaß. Kommt auf den Server und dann Abfahrt. Dann könnt ihr euch die abholen. So. Dann warten wir mal kurz, dass die gnädigen Herren ihren geselligen... ist schon einer da. FSC Fabian, der ist schon da. Das heißt, wir machen es wie damals. Ich nehme eine Vending Machine raus, packt es da rein und ihr müsst es nur kaufen davon mit einer Coin. Preis ist 1. Geht es noch kleiner als 1, wenn wir interessieren. Punkt 1. Geht das? Ne, geht nicht. Okay, ist eine 1. So, dann holen wir kurz die Sachen raus. Zack. Edit Star und dann packen wir mal 60 da rein. Er leckt irgendwie gerade wie die Hölle irgendwie, aber warum auch immer. Ah, komm, noch ein Ticken, das ist wie beim Tanken, beim Autofahren tanken. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann kaufen, dann hast du sie. Dann geht das ganz schnell und ich muss nichts Großartiges machen. So, er hat sie gekauft. Herzlichen Glückwunsch für eine Coin. Oh, in dem Fall 60 Coins. Roblox macht gerade ein Update. Okay, dann weiß ich schon mal Bescheid. Dann kann ich schon mal in der Zeit auffüllen. So, Starfruit Seeds. Na komm. So, perfekt. Da sind die auch nochmal 40 drin. Und dann warten wir jetzt nur noch, bis Bari sich die abholt. Und dann sind wir schon fertig. So. Dann warten wir mal kurz, bis er sich die Preise abgeholt hat. Und dann können wir hier weiter fortfahren. So. In der Zeit machen wir schon mal, das war der Giveaway. Nämlich die Berry Seeds, gleiche Masche wie gerade eben. Diesmal nur mit Berry Seeds. Das heißt, einmal Commands, dann G-Crate. Hoppala. Giveaway. 30 Sekunden, 2 Gewinner. 60. Berry. Ihr wisst, was ich meine. Abfahrt, los geht's und voten. In der Zeit warten wir, bis er fertig geladen hat. Und ja. Ja, Skimmelwert machen wir gleich nach der Verlosung. Und ja.
Wir kommen auf den Discord. Ganz einfach, Ausrufezeichen Discord und dann kannst du schon auf den Discord kommen. So, hier Bari. Da. Genau. Und das mal kaufen. So. Ich sehe gerade, FC Fabian, kannst auch gleich wieder zurückkommen wieder. und Team Lou gebe ich dann auch gleich noch den Link, wenn dann Dings hier drin war. Haben die aufgekauft alle? Da sind noch 9 Stück drin, Bari, ne? Sagt er, sagt. Danke. Ja, okay. Never mind. Ich hab wieder zurück raus. Okay, so. Dann ist Bari fertig. Genau, Black Rider schon da. Dann einmal. Ach man. Mal kurz editieren. Barry und Rainer. So. Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Dann jetzt einmal kann man kurz kaufen. In der Zeit gebe ich dann schon mal den Link weiter zum nächsten glücklichen Kunden. Mal kurz kopieren. Link kopieren und dann hier Team Pharos, Abfahrt Team Lou. Rein da. So, das ist raus. Perfekt, ist draußen. Dann machen wir kurz noch für Team Lou voll und dann ja, sind wir schon hiermit fertig. So. Dann waren wir kurz in der Zeit, wo Team Lou eventuell noch braucht. Ich war mal kurz bisschen, dass er eine Nachricht schreibt. Machst du am 24.12. einen Weihnachtsstream? Boah, da bin ich echt überfragt. Ich könnte vielleicht am zweiten Weihnachtstag eventuell einen Stream machen. Wegen halt privatlichen Angelegenheiten, halt familientechnisch, ist ja klar, ne? Oder ich müsste den wirklich extremst früh planen. Ich muss mal gucken. So, wir kommen kurz, hat jetzt gemeldet? Nö. Es ist die Frage, kommt er jetzt oder kommt er jetzt nicht? Wenn er nicht kommt, dann, ja, und nichts sagt, dann wird der Preis verfallen. Nee, ich gebe immer Dings rüber, links. Aber wenn er jetzt ein mobiler User ist, dann, ne? Ein Roblox-Studio Bau-Contest machen. Ja, wie steht's? Ich komm nicht drauf. Okay, anscheinend hat er kleine technische Probleme. Nein, Laptop. Okay, das ist interessant. Warte mal kurz. Also, auf dem Laptop um Probleme, da war was Neues. Ich habe so ganz böse verbunden, mit einer von den Leuten, die in dieser Application von Windows 10 spielen. Wir machen schon mal... was ist denn ein Job of Dates hier drauf?
Zack. iPad, okay. Wie kann ich mitmachen? Wir machen gerade Giveaway. Komisch. Dann machen wir schon mal eine Zeit weiter. Merke ich mir. Oder vielleicht schaffen wir es noch. Mal gucken. Ach man, Kaspersky. Hau ab. So, dann machen wir schon mal weiter, weil Team Lu hat anscheinend irgendwelche extremen Probleme. Kein Plan warum, aber okay. So. Wir werden jetzt folgendermaßen weitergehen. Wir werden das so machen, dass jede Person, also wir werden immer zwei Gewinner machen. Außer vielleicht bei bestimmten Items, ne? Aber wir werden jetzt auf jeden Fall, muss ich sagen, erstmal das Schwert rauskloppen, dann das Rage-Schwert rauskloppen. Also erstmal die ganzen Tools, ne? Würde ich sagen, wir fangen mit dem Kaktus-Spike an. Das heißt, es werden zwei Gewinner geben, die zweimal das Kaktus-Spike bekommen können. Das heißt, jetzt schauen wir einmal kurz rein. Oberlaut, nein. Der GBW-Bot sagte, nein. Emoji. Nein. Dann. Einmal. Geh, Crate. Und geht das nicht? So, jetzt aber. Giveaway. Zwei Gewinner. Ah, nicht zwei Gewinner. 30 Sekunden. So, jetzt das. Zwei Gewinner. Einmal Kaktusschwert. Ja, ne? So. Dann könnt ihr einmal das Kaktusschwert gewinnen. Das heißt, jetzt einmal kurz durchstarten. Warte mal, wer hier der glückliche Gewinner davon ist. So, mal gucken, ob der Bot jetzt doch nicht hängen geblieben ist wie immer. Und er hat gewonnen, nämlich Cheeseburger und Leon B. Ihr seid einer der glücklichen Gewinner, die das neue Schwert gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch davon. So, bitte Link, genau, da komme ich schon mit dem Link an. Kann ich gerne machen. Machen wir erstmal hier Dings. Opala. Na, jetzt hab ich den. Boah, knapp. Jetzt hab ich den Link gerade selber geöffnet. Wir haben den kopieren. Link kopieren. An Cheeseburger geben. So. Das heißt, wir packen mal kurz hier das Schwert. Das Schwert rein. Zack. Das heißt, wenn er drauf kommt. Dann easy. Dann warten wir kurz, bis Cheeseburger da ist. Und dann kriegt der andere Dude, das wäre jetzt Leon B. in dem Fall, auch noch seinen Link. So. Cheeseburger ist schon da. Herzlichen Glückwunsch. Das machen wir kurz. Warten wir kurz, bis er das abgeholt hat. Ein paar aus den Roblox-Studio-Contest stelle ich mir so vor, dass es so einen Channel gibt, da. Was gibt dafür, dann halt man bestimmte Zeit dafür hat, was, dafür und dann wird der Beste geworden und der kriegt dann zum Beispiel einen Rang für die Woche. Ist aber so, wenn die Leute Bock drauf haben, kann das machen. Kann ich ja mal eine Abstimmung machen. So, Cheeseburger den, perfekt. Und dann jetzt auch einmal nochmal an Leon B. Leon B, hier hast du den Link. Einmal drauf kommen und dann ab die Post. Dann packe ich schon mal das nächste Schwert rein. Rein da. So. Dann warten wir mal kurz auf Leon B. Hört sich an, so ein krimineller Name irgendwie. Boah, wie schlecht. So.
Mal kurz auf Leon B. Falls sie sich nicht meldet oder sonstiges, dann, ja, verfällt sie immer. Oh mein Gott, ja stimmt. Aber ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, glaube ich. Das ist, glaube ich, nicht erlaubt, einen QR-Code allgemein in Roblox so zu machen. Also auch als Image, als Beispiel. Also das wäre, das an sich wäre das schon lustig. Es wäre an sich, wäre das lustig. Kommt Leon B. oder... Ah, da ist er doch. Der Fisch. So, kann ich das schon mal löschen. Da ist der Fisch. Dann gönn dir doch mal das tolle neue Schwert, das es gibt. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein glücklicher Gewinner von einem neuen Schwert. Genau. So, dann als nächstes würde ich sagen, hauen wir das Rageblade raus. Yay, eine Hand. So. So, das heißt, wir haben das Rageblade. Gleiches Verfahren wie gerade eben. Wir werden das Rageblade an zwei Leute verlosen. Das heißt, ich werde jetzt wieder was verlosen in dem Discord-Server. Genau. So. Commands. Dann Hashtag Giveaway. 30 Sekunden. Es wird zwei Gewinner geben. Es gibt einmal das Rageblade. Eigentlich wurde es jetzt richtig geschrieben. Na, nicht richtig geschrieben. Egal, ihr wisst, was ich meine. Und, oh ne, hab ich doch geschrieben, warte mal kurz. Doch, hab ich richtig geschrieben. Ah, doch nicht, egal. doch, das L muss, das L und A muss umgetauscht werden. Doch, ich hab ja das Schriftschreibfehler. So. Ja gut, ob Ahmad jetzt wirklich noch mitmachen will, ist... Oh, es ist ein anderer Ahmad, glaube ich, so war das, ne? Egal. Machen wir, Machen wir es mal. Tamir ist hier. Ich glaube, der hat Dings auch. Der hat ja PC, das ist, geht schneller voran. Machen wir schon mal das Rageblade hier rein. Und dann komme ich der Ahmad gleich noch. So. Tamias, hol dir dein tolles, rageiges Rageblade ab. Tschüss, Alex. Tschüss, tschüss. So, komm her. Da ist er schon. Mit 1,6 Billionen. So. Tamias, hol dir das coole Teil ab. Oh, Mann. Ah. Oh. Ich find's halt cool, wenn's zu Ostern irgendwie so Chests geben würde, die aussehen wie ein Osterei. Das können wir in Eckern so starten. Ja, nee. Das können wir jetzt nicht machen. Tut mir leid. Also, du kannst dir das Schwert abholen. Das können wir machen. Und jetzt noch. Wo ist er denn? Den. Ach man. There we go. Melden bitte, wenn was verkehrt ist. So. Dann werden wir einmal meldet er sich oder meldet er sich nicht? Das ist die Frage. Momentan gerade nicht. Aber da kommt keine Response anscheinend. Das heißt, werden wir, ich glaube, wir werden weiter skippen. Oder, nee, warte, ich habe das gehört. Hallo, ah doch, er ist da. Rage, zack.
Dann hat er es auch noch. Ja, und eins kriegt man wieder zurück. So machen wir Business. Easy peasy. Okay, so. Okay, dann würde ich sagen. Jetzt wird's spannend. Nehme ich mal jetzt so. Ich habe nicht gesagt, wie viel ich rausgeben werde und an wie viele Personen. Aber alles, was ihr jetzt darin seht, könnt ihr gewinnen. Das heißt, eine Person kann als Beispiel 5 Smetter gewinnen, 5 Hammer und schlag mich tot. Das heißt, wir werden anfangen mit was ganz Speziellen. Geekrate. Giveaway. Nicht die Logs. Giveaway. Danke. Es wird 3 Sekunden euch dauern, das zu kriegen. Es wird einen Gewinner geben und es ist die Trophy. Einer von euch kann insgesamt 5-mal die Trophy kriegen. Herzlichen Glückwunsch an den Kandidaten, der 5-mal die Trophy kriegen wird. Das heißt, wir werden jetzt warten, wer jetzt die 5-mal die Trophy bekommt. Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall lohnt sich mitzumachen, auf jeden Fall. Jetzt voten, jetzt hier gewinnen. So, 5-mal die Trophy, das will ich mir nicht entgehen lassen. Das ist doch... So, noch 3 Sekunden. DG Metotex, herzlichen Glückwunsch, du hast die 5 Trophies gewonnen. Komm rein in die gute Stube. Na? Mal kurz ins Inventar rein. Alles reiner. So. Warte mal kurz, bis er dann kommt. Da ist er schon. Und dann hol dir doch hier die tollen Trophies ab, hör mal. Und dann machen wir natürlich noch gleich dann jetzt nächstes Item. Irgendwas davon. Einer von den 6 Items wird es gleich geben zum Gewinnen. Allein nur für dich. So, deswegen. Komm rein und schnapp dir was ab. So, da ist er ja. Metotex, YouTube, gönn dir. Perfekt. 5-mal die Trophies. Herzlichen Glückwunsch. So. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Oder will ich noch sagen? Okay. So. Machen wir weiter. Lass mich nachdenken. Ich weiß schon was. Ich weiß schon was, da wird sich jedes Kind drüber freuen, weil man eh nie genug davon haben kann. Lul. Drei Sekunden. Ein Gewinner. Und den Hammer-Hashtag. Der ist richtig Hammer, der Hammer. Lul. So. Jetzt voten, jetzt mitmachen. Hammer, Hammer, Hammer. Was ein Hammer-Angebot, hör mal. Da würde ich ja drauf hammern, Alter. Oh Mann, oh, das ist schlecht. So. 5-mal den Hammer für eine Person ganz alleine. Viel Spaß, wer denn gewinnen wird in einer Sekunde. FSC Fabian, herzlichen Glückwunsch. Du hast ja den Link. Komm wieder zurück darauf und hol dir den Hammer. Oder die... Ich fang's nicht wieder an. Ihr kennt die Geschichte. Die Mehrzahl von Hammer. Hol den ab. Komm her. Kriegst einer auf die Mütze. Hammer, Hammer, hör mal. Hör mal kurz, bis er hier drauf joint, der FSC Fabian. Und er kann sich wieder ein tolles Angebot holen, nämlich einen dicken Hammer. Ja, ja. So, warte mal kurz, bis er kommt. Also das weiß ich wirklich nicht, Keksmaster, wie das genau ist. Es ist schon mal random, aber irgendwie komisch random, deswegen. So. Ich würde sagen, als nächstes machen wir diese Formula 68. Die ist ganz cool. Die ganz coolen. Black Rider, komm in die gute Stubi.
Oh, wow, wow. Eigentlich würde ich den Stream schon um 19 Uhr beenden, aber mal noch kurz. Okay. Wir machen gleich nochmal kurz ein kleines Bewerten. Ja, genau, ich bin Hammer. Genau. Ich bin Hammer. Ich bin ultimativ Hammer. Und hier drauf? Können wir auf das Pilzhaus drauf? Nö. Cool. Aber Pilz haben wir nochmal weitermachen. Ach ja. Hat er was geschrieben, weil er oben rausgeflogen ist? Ja, genau. Ich bin auch einfach Hammer, so, ne? Da kann man nichts gegen sagen. Ich bin einfach Hammer. Oh, Mann. Achso, der hat schon abgeholt. Tschüss, wie schnell war denn hier? Okay, lul. So, dann machen wir die Formula. Ich nehme jetzt einfach gleich Potion. Auf ganz standardmäßig. Und diesmal habt ihr nur 10 Sekunden zu voten. Ich mach mal lustigerweise. Oh. Ich wollte jetzt 68 schreiben, aber naja. Natürlich mal wieder sehr schnell unterwegs hier. Gucken wir mal. Ach ja. 10 Sekunden remaining. Und gewonnen hat. Das Chance hinter. Ja, komm. Zieh. Ahmad, komm zurück. Wir sind in Potion 68 holen, komm mal zurück. Hol dir die Potion 68. Ein bisschen zurückkommen. Oh, 86 heißt sie eigentlich, ja nicht 68. Lul. Komm, heute Outfits bewerten, natürlich. So, warte mal kurz, dass er auch kommt. So. Warte mal auf den guten Buben. Hat das geschrieben? Nee. Der kommt aber ganz heimlich. Ganz heimlich kommt der rein. Hat er schon. Es werden gleich 5 sein, die er nimmt. Und es werden gleich 10 draus, die wieder kommen. Locker. So, da ist er doch. So, alle weg. Und dafür gibt's Blümchen. So. Dann machen wir weiter. Aber Food-Prozessor, sparen wir doch von nächsten Let's Run auf. Sonst zieht es so. Dann nehmen wir jetzt mal, was denn, das sind wirklich nicht lange mehr. Washing Station. 5 meine Washing Station. Eine Washing Station. So. Das heißt, gleiche Fede Franz, die gerade eben. Okay, great. Great. 30 Sekunden. Und dann ein Gewinner. 5-mal wasche. Ihr wisst, was ich meine. 5-mal wasche. Gibt's jetzt zu gewinnen. Mal gucken, wer der glückliche Gewinner sein wird. So, dann waren wir mal, wer der glückliche Gewinner ist. Der glückliche Gewinner wird hier dein alles abräumen. So.
Ich will mal so einen YouTube-Kacke-Kanal machen. Wieder Achmar. Das ist doch unfassbar. Er sahnt jetzt hier gerade wieder alles ab. Einfach nur Lack. Junge, gerade eingeschaltet, schon 3 Stunden am Stream. Respekt. Ja, gleich sind es noch 4 Stunden, wenn es so weitergeht mit dem Skin-Bewerten noch. Weil ich habe jetzt mein eigenes Place, mein eigenes Hangout-Place. Und da, ja, werden wir dann hier die Sachen machen. Beobachten. Beobachten, sag ich schon. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So. Mal kurz was machen hier, zack. So, hat er geschrieben. Geiles Leben, ja. Muss ich auch sagen, geiles Leben auf jeden Fall, so viel abzuräumen. So. Dann, G-Crate. Ah, komm schon. G-Crate. Giveaway. 30 Sekunden. Ein Gewinner. Smelter. Ganz schlicht, ganz Standard. Jetzt abräumen den Smelter. Machen wir kurz wieder rein. So. Beste Schlimm hat der Junge. Da kann man auch nichts gegen sagen. Warten wir mal, bis er sich hier wieder den nächsten Preis abkupfert einfach. So. Dann, gucken wir mal, wer gewonnen. Nase, diesmal ein komplett anderer, außer Achmar wieder. Herzlichen Glückwunsch. Du hast jetzt 5 Smelter gewonnen. Das ist doch mal was ganz, ganz, ganz Tolles. Du kriegst noch einen coolen Link dazu. Mal doppelt gemoppelt, einfach nur bestes Leben. So, einmal kurz hier drauf kommen. Und dann einfach abholen. Dann holt er sich einfach mal Lucky hier die Sachen ab. So, warten wir mal kurz auf ihn. So, der Finder der Gamer, auch sehr kreative Name, ist noch 20 Zeichen. Aber ein uniques. So, warten wir mal kurz, dass er kommt. Und dass er dann, sich den Sachen holt. Oder sich die Sachen holt, er gesagt. So, da ist er ja. Gönn dir. Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt 10 Smelter bekommen. So, das wird ihn sicherlich sehr freuen. Jetzt werden wir mit den Pickaxes weiter fortfahren. Das heißt, die wird es jetzt als letztes Gewinn zu geben. Deswegen, ja. So, dann würde ich sagen, packen wir die hier rein. So, dann voten wir wieder. Ja, doch, wir voten wieder. Komm. Krete. Giveaway. 3 Sekunden. Ein Gewinner. Picke.
Okay. Verkehr geschrieben, komplett durcheinander wieder, aber funktioniert doch. Der GPW-Bote sagte. Nein, er hat nichts gesagt. So, dann hol dir doch mal die Sachen guten ab, hör mal. So. Und gewonnen hat der No-Name. Herzlichen Glückwunsch auch an dich, No-Name, für absolut den besten Preis aller Zeiten. Fünfmal die richtig, richtig bombenspitzen Gary PG. Hör mal, das ist ein Angebot, da kriegst du einmal in dein Leben und dann gehst du nie mehr wieder. Das ist einmalig. Okay, reicht auf jetzt mit so einem Akzent. So. So, dann komm mal drauf auf die gute Stube. Oh, mal kurz bewegen. Ah, da ist er ja schon. So. Da hat er es schon geholt. Perfekt. Das heißt, wir switchen kurz auf das neue Place, nämlich Team Faust. Und dann werden wir da kurz eine kleine Runde Team Faust schon. eine kleine Runde. Hoppala. Bewerten. Das heißt, wir gehen alle mal kurz in Team Faust rein. Ganz einfach über die Gruppe beitreten. In Gruppe beitreten und dann könnt ihr schon mitspielen. So, dann warten wir kurz. Lassen wir mal alle kurz mal hier reinladen. So. Ach, guck mal, sie stellen sich schon in Glied und Reihe. Ah, seht ihr gerade gar nicht, lul. Da. Genau das sollt ihr auch machen. Am besten so weit wie möglich euch alle hier auf die Reihe, auf die Linie stellen. Mal gucken, wie mäßig das jetzt wird. Nee, Facecam, das dauert noch ein bisschen. Bis ich Facecam mache, das dauert noch ein bisschen. So, und ich werde gleich, wenn es gleich losgeht, werde ich die Leute gleich aufrufen. Das heißt, die Leute werden dann, ja, zu mir vorgeleitet. Und dann, wenn sie vorgeleitet wurden von mir, dann sollten sie sich, ja, vor mir hinstellen am besten, ne? Das heißt, wie ihr wird es jetzt ablaufen? Ganz einfach, ihr werdet jetzt euch nochmal hinstellen. Wir warten noch auf die anderen, bis die alle reintreten. Ich kann ja bis zu 700 Leute rein. Also falls es mal darauf kommen sollte, haben wir bald eine ganz lange Linie. So. Warten wir mal kurz, bis sich wirklich alle gesammelt haben. Kommen auch noch ein paar. Ich warte mal kurz hinten. Wir geben noch ein bisschen Zeit. Mal gucken. Wenn da noch welche kommen, dann kommen noch welche. Wenn nicht, dann nicht. Wir geben noch mal ein paar Minuten Zeit. Ja, ne? So. Und dann, wenn das gleich fertig ist, dann geht's ab. So, das scheint jetzt auch wirklich alle gewesen zu sein. Dann würde ich sagen, oh, das ist wieder kurz los. Wir fangen mal von hier an.
Also, DJ Phoenix einmal kurz vortreten. Und wir müssen warten. Weil es hat Stream-Verzögerung. Und ich pick mich dann alle einfach so raus. Also, und DJ Phoenix, einmal bitte kurz zur Kasse 4, bitte hier. Na, kommt der? Ja, er kommt. So, dann, also DJ Phoenix hat auf jeden Fall ein richtig nices Lächeln. Das ist ja richtig blendend. Hat zerfetzte Hosen auf jeden Fall. Boah, Standard, aber auch fresh. Hat ein Gitarrenshirt und hat das Erby Battle Schwert, eins von vielen. Sieht auf jeden Fall richtig nice gematcht aus. Und ja, finde ich trotz den Accessories und gutes Outfit. Würde ich sagen, alle auch, an die ich schon bewertet habe, einmal da hinten sich in das Haus reinquetschen, wenn das möglich ist. Ja, wie gesagt, wenn ihr fertig seid, also DJ Phoenix ist fertig, auf jeden Fall ein nicer Skin, dann da hinten sammeln. So. Dann gucken wir uns mal den nächsten an. Nehmen wir jetzt erstmal Wusel. Weil Tamias kam jetzt gerade rein. Ist ja ein bisschen unfair jetzt gewesen. Das heißt, Wusel, einmal bitte vortreten. Gib dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. So, dann kommen wir zu Wusel. Ich weiß gar nicht, die Maske, obwohl, nee, okay. Auf jeden Fall, hab ich doch gedacht, aber egal. Haben wir auf jeden Fall einen nicen Bandana oder so, Mundschutz mal dazu jetzt. Das sieht richtig nice aus. Das ist auch eine Art bisschen. Dann auch noch einen richtig nicen Hoodie, muss man sagen. Und das Battle-Sort noch nicht zu vergessen. Und natürlich zu vergessen, den nicen Roblox-Sweater. Und das natürlich noch ein bisschen mit den Kapuzen UGC-Item gemacht. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Gefällt mir richtig, muss ich sagen. Auch mit dem Bandana. Passt zu den Augen. Finde ich auf jeden Fall ein richtig nices, ja, Avatar. Das heißt, ich sagen, du kannst dann auch nach hinten. Ich würde sagen, wenn ich immer den hier mache, dann kannst du nach hinten. Ja, guck mal. Hat schon funktioniert. Ja, gut. Aber in die andere Richtung. Oder einfach weg von der Plattform. Ist mir auch egal. Ich kann da einen Shop kurz reinkennen und auch kaufen. So. Dann würde ich sagen, Keksmaster, YouTube einmal kurz vortreten und Wusel, wie gesagt, wenn ich den Handschlag, das Zeigen mache, könnt ihr euch dann nach hinten verfrachten. Das heißt, einmal kurz ein bisschen warten, bis dann die Gesellschaft angetreten ist. So. Dann kommen wir zu Keksmaster. Hat auf jeden Fall diesen nice ja, Mundschutz, den es davor gab, so noch vor der Pandemie. Der hat auf jeden Fall diesen Shine-Smile. Ich weiß nicht, wie das heißt, dieser Smile. Auf jeden Fall halt ein Smile, ne? So. Und er hat auch, wie ich gerade sehe, einen nice Adidas-Hoodie, glaube ich, soll das sein. Und auf jeden Fall richtig nice Pants dazu. Ist ein bisschen kleiner, aber auf jeden Fall klein, aber fein. Das heißt, du kannst nach hinten. So. Dann machen wir Master Ninja, Master 07 Ninja. Einmal auch mal kurz vortreten. Nee, jetzt ist Tamias mit Master Ninja. Mal kurz bis Master Ninja und danach machen wir Tamias. Aber nur erst danach. Weil, wie gesagt, erst später kam. Das heißt, wenn man kurz bis Master Ninja vortritt. Außer sie tritt jetzt nicht vor, dann, ja, ne? Ah, doch, jetzt tritt sie vor. Auf jeden Fall richtig geile Kokosnüsse. Ich finde, die sehen nicht wirklich nicht schlecht aus. Sind echt gut gemacht. Die sind ja von diesem Amazon Prime Gaming. Dann hat sie auf jeden Fall hinten diesen richtig coolen Airby Battles Bow. Der sieht auch richtig nice gemacht aus. Hat ein, ja, tolles Oberteil an und richtig tolle Schuhe und Hose. Und auch, das ist genau, das ist dieser gleiche Smile. Ein richtig schönes Lächeln und die tollen Haare.
Ja, gefällt mir richtig auf jeden Fall gut. Würde ich sagen, ja, danke, bist auf jeden Fall nicer Skin. Kannst auch nach hinten dann. So. Perfekt. So, dann haben wir, ja genau, kommt schon vor. Ja, auch die Bärenmaske drauf, wie hier. Ja, eigentlich der ganze Ziel passt an sich sehr gut. Ist halt alles schwarz-weiß gehalten. Nicht so wie kunterbunt mit schwarz-weiß. Kann man auch machen, aber naja. Und ja, sieht auf jeden Fall, ja, nice aus. Der bisschen genervte Blick ist auch noch am Start. Und ja, gefällt mir auch sehr gut. Diese Abstimmung an den Farben ist richtig nice. So. Dann, genau, der Hellholger kann sofort vortreten. Ja, was haben wir bei Hellholger? Bei Hellholger haben wir ein richtig süßes Bandanachen auf, oder nicht Bandan, Mundschutz, nennen wir es mal jetzt so. Mundschutz auf der Nase mit so einem auch sehr selten gesehenes Face, muss man sagen. Und zum Face muss man sich sagen, das sieht man nicht so oft. Das sieht man echt nicht so oft. Mit natürlich dem orangenen Mützchen mit den Haaren, einen kleinen süßen Teddybär und von meinem Kollegen, der JojoCraft, sein Merchandise mit der Hose. An sich finde ich das Ganze ganz nice. So, dann der nächste. Ria, Fließbandproduktion ist das hier. Muss ich noch vortreten? Ah. So, der Rodney, was hat denn der Rodney? Der Rodney, der hat auf jeden Fall einen nicen, ja, so notiert schon, nicen Mustache. Hat auf jeden Fall auch ein Face, sieht man auch sehr selten. Hat auch einen nicen Top und hat eine richtig ekelhafte, dicke Spinne auf dem Rücken. Also, die ist wirklich. Also die will ich wirklich nicht in Real Life begegnen. Die sieht richtig, richtig ekelhaft aus. Richtig groß, dick, brr. Ne? Oh, und wir sehen hier gerade, der hat den richtig nicen Fahrausschulli. Der von Dings, von Halloween, der ist richtig nice, war limitiert. Auf jeden Fall richtig nice, finde ich den. Der passt auch richtig dazu. Finde ich, auf jeden Fall sieht richtig gut aus. Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall guter Skin. Oh, ist mir schon gerade Spucke gekommen. So. So, hier. So. Dann haben wir Light Making vertreten. So, Light Making hat auf jeden Fall die Abby Battles Schwert. Also, er hat auf jeden Fall die Abby Battles durchgesucht. Das sieht man auch an seinem Schwert. Das hat das Schwert komplett durchgezogen. Der hat auch die coolen Einzelsachen, glaube ich, von der Ready Player One Event Sache dabei. Und das tolle T-Shirt. Richtige OG-T-Shirts, wer das kennt. Und wer es schon länger trägt, der weiß, das ist OG-mäßig. Dann auf jeden Fall ein Bacon her. Ja, kann man machen. Wenn ihm das gefällt, warum nicht? Und ein richtiges, chilliges Smileface mit einer Brille. Im Ganzen gefällt mir das richtig gut und sieht doch richtig gut aus. So. Dann einmal. Wie gesagt, wenn ich hier den mache, könnt ihr wegtreten. So, dann kommt der nächste mal bitte aus der Linie. Das ist ja der MLOL63. Nee, Tamias, sonst können wir den Stream gar nicht. Komm, kriegen wir nicht mehr zu Ende. Hier. So. Oh Mann. Also, MLOL müsste sich jetzt auch kurz vorbewegen. So. Aber anscheinend bewegt sich da keiner vor. Okay, dann machen wir halt Rotron. Ganz einfach. Das heißt, einmal kurz Rotron. Obwohl, ja, jetzt ist, oder? Hat das? Nein, er hat es nicht, okay. Ja, dann einmal kurz Rotron vortreten, bitte. Oh Mann, Klasse 7 kommen, danke. Oh Mann. Das wird wieder eine Sache, ist da jetzt schon. Oh, ja, geil. Also wenn ich, wie gesagt, wenn ich den hier mache, dann, und ich stehe in eurer Position, dann
Okay, never mind. Ja, M-Lol kommt auch nicht mit Gegner, dann machen wir einfach Gaming, YouTube. Auf jeden Fall ein sehr verpixeltes T-Shirt, aber sieht auch irgendwie lustig aus auf eine Art. Dann wieder das Face wieder, die blonden Haare. Ja gut, kann nicht viel sagen, weil das ist halt wenig drauf, aber sieht auf jeden Fall nice aus. Das heißt, du kannst auch nach hinten. Ich gehe da mal an die Seite nicht dran. So, dann gehen wir zum, was ist das jetzt? Der M-Lol. M-Lol hat diesen, das weiß ich nicht, also von Darth Vader, also ich will mich nicht blamieren. Von Star Wars den Kylo Ren Helm, genau, den Kylo Ren Helm. Die Gitarre und einen richtig breit gebauten Körper. Der sieht richtig breit nice aus. Gefällt mir. So. Dann kommen wir zum Ahmad. Ahmad hat auf jeden Fall einen leichten Shinobi-Life-Anzug. Oder wie sie es genannt haben, Shindu-Knife oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall einen nice Anzug auf jeden Fall im Start. Das Elbedesword. Und einen nice smiligen Mundschutz. Dazu noch richtig tolle Augen. Ich weiß nicht, ob das durchsieht. Und die nice Haare auf jeden Fall. So, gehen wir kurz zu Cheeseburger. Cheeseburger hat auf jeden Fall auch, was man auch sehr selten sieht, diese Space-Sachen da an. Finde ich auf jeden Fall richtig nice, dass er die anhat. Was hat er noch? Auf jeden Fall den Embedded Backpack, der richtig auch geil aussieht. Und ein richtig nices Outfit. Sieht auch richtig brennend nice. Und natürlich ein blendendes Smile-Gesicht. Wir haben kurz zu Rotron. Rotron hat nice Antlers, muss man sagen. Also, es sind nicht originale Antlers, aber es sind nice Antlers. Hat auch ein richtig shiniges Face. Nice Hoodie. Auch noch ausgebaut. Mit dem Elbetter Sword. Sieht auch richtig glänzend grün aus. So, dann gehen wir kurz zu Mark X333. Hat dieser Militäroutfit als Rasha. Das Man-Face, muss man sagen, dazu noch. Richtig nice Brille und die RB Battles Rings. Also auch durchgesuchtet bis zum geht nicht mehr. Sieht auch auf jeden Fall richtig, richtig nice aus. Gefällt mir richtig. Auch mal was Neues. So. Ja. Ich weiß nicht, was dazu sagen soll. Aber mal so vergleichen. Sehr groß. Ja. T-Jerone ist Lil Ness als Hyper Beast Mode. Natürlich mit dem RB Battle Sword. Ja. Auf jeden Fall, die Größe sieht richtig geil aus. Gefällt mir richtig. Also, wie gesagt, das ist ein richtiges, lustiges Outfit. So. Tim Lu. Tim Lu hat hier den richtig nicen Pharos Hoodie. Der ist richtig toll. By the way, auch mein Shop. Der ist richtig toll. Toll, sag ich schon. Toll. Mit den richtig heftigen Hyperboost Adidas Schuhen und einem süßen Smiley Face und deswegen auch, okay, geht schon von selbst, perfekt. Ja, dann fangen wir mal fort. Okay, nicht wieder so nah, das macht mir Angst. No Name hat diese 3D RGB Anzahl mit richtig dicken Rings auf jeden Fall. Sieht auch richtig heftig aus. Ja, gibt's nicht mehr so oft, ist jetzt nicht mehr ein Trend, aber auch lustig, dass ihr diesen Trend verfolgt. Sieht auch richtig noch nice aus. Nicht zu viel von dem Ganzen. Ja. XD-Fisch präsentiert uns hier wieder mal seine Glanzseite von hinten. Die beste Seite von hinten. Wie gesagt, hat auf jeden Fall einen richtigen Melonenkopf, der Junge. Hat das Zockmonster-Merch an, das Halloween-Zockmonster-Merch. Und eine richtig nice Hose. Sieht lustig aus, auf wegen der Melonenhead. Die Melonenhead sich auch noch kaum. Deswegen, richtig cooler Avatar. So, dann machen wir die letzten drei noch. Copy Mad hat auch ein Zockmonster-Merch an. Große gehen raus an Zockmonster, falls ihr es seht. Nun, ein Schildface, der ist richtig chillig unterwegs. Richtig nice Sonnenbrille, passt auch alles identisch über. Finde ich auf jeden Fall richtig nice. Sieht auf jeden Fall aus. So, dann haben wir Working Out. Er ist natürlich auch noch im Ready Player One Feeling, oder Two Feeling gesagt. Auch wenn das Buch schon längst, out of date ist. Aber wir sind auf jeden Fall hier. Hat auf jeden Fall nice Hose an. Auf jeden Fall eine nice Zockmonster-Merch an. Und ein nices Gesicht. So, ich einmal kurz das... Opa, da. Mal kurz das gucken. So. Dann haben wir hier, wenn die alle im Weg stehen würden, haben wir den N-Knuff
mein Modedesigner auch so gesehen für den ganzen Merchandise da zuständig. Ja, hat auf jeden Fall ein nice self-made T-Shirt. Das super, super Happy Face mit einer nice Brille. Galaxy Hair und den Business Man Hat. Dazu noch, wie ich das richtig sehen kann, eine Off, ja, Kenshin Off-White Hose. Schätze mal, ist das, ne? Sieht auf jeden Fall richtig brettermäßig happy, happy aus. Ich weiß gar nicht, wie wir noch hatten. Ich glaube, es ist ein XD-Fisch. XD-Fisch sieht auch wie so ein richtiger Elf aus, einfach. Ja, die Mütze sieht auch einfach nur bombenmäßig aus. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool. Dann haben wir den Harry 123 Ron 456. Der hat auf jeden Fall den hellblauen Merchandise von mir, den V-Aus-Hoodie. Habe ich auch sehr selten gesehen. Passt auch richtig gut mit dem Schwert überein. Allgemein auch die beigen, die blonden Haare sehen auch richtig cool aus. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus, auch am meisten wegen dem Merchandise. Finde ich richtig cool. Und dann haben wir zuletzt den Colin Xeno Zero. Zero mit Fofo. Na Spaß. Mit den auch richtig, richtig nicen, linernen Anzug an Hoodie. Und mit so einem Effekt dann dazu und nicen Haaren und einer Fischhausmütze. Das würde man so sagen. Und ja, gefällt mir richtig gut. So. Ich würde sagen, dann haben wir jetzt eigentlich soweit alle gemacht. Ich würde sagen, dann beenden wir den Stream hier. Ich werde auf jeden Fall noch hier gleich was machen. Ich werde dann nochmal die Teile nochmal besser verwalten, dass die dann auch funktionieren, dass man dann auch hier kaufen kann. Ne? Deswegen auschecken auf jeden Fall. Da wird in den nächsten Tagen der Merchandise kommen. Und, wer hätte es gedacht, falls ich schon einmal gefragt habe, was hat denn diese Portale eigentlich zu tun? Hier wird in der nächsten Zeit sich ein Portal öffnen und das Portal könnt ihr dann nutzen zu einem geheimen Place, zu einem von meinen geheimen Spielen, die kommen werden. Deswegen auf jeden Fall abchecken, auf meinem Discord am besten auch bleiben. Da wird ihr dann regelmäßig auch über das Place geupdatet. Finde ich auf jeden Fall nice. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Livestream, was ich auch immer mache. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat oder der Livestream gefallen hat, whatever, dann zeigt es einfach einen Daumen nach oben, wenn ihr Ehrenmänner seid oder Ehrenfrauen. Einfach ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu erwähnen, dass keine neuesten Videos, Livestreams oder sonstiges auf meinem Kanal was. Gebt auf jeden Fall, wie gesagt, diesen Daumen hoch, ja moin. Gebt auf jeden Fall diesem Video einen Daumen nach oben und nicht zu vergessen, auch meinem Place hier einen Daumen nach oben zu geben und einen Stern zu geben, einen Favoritenstern. Dann werdet ihr benachrichtigt, eventuell über diese Notification Box oben, wann das Place geupdatet wurde, etc. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao.